Zack, und wir sind schon wieder da. Aber die hören uns erst in 90 Sekunden oder sehen uns erst in Ah, 90 ja. Ja, Sekunden. die Delay. Beste. Ach ja, Ronsen. Ja, das ist mit 3 Bit Only gemeint. Ja, ganz genau. Das ist quasi die Philosophie, die hinter dem Kurs steckt. Auch geil, ne? Wenn man da gar nichts von weiß, von dieser 3-Bit-Only-Strategie, und man guckt sich so die Ranges an, da ist gar nichts, da callt man nie. So, ne? Und dann, hä, soll ich jetzt einfach die Open Range wählen? Das ist eine legitime Frage dann, Ja, ne? das stimmt. Hätte Das mich auch stimmt. gewundert. So, dann versuche ich jetzt mal. Ja. Schön groß. Ah ja, die Frage. Warte, Musst du jetzt deinen Bildschirm wieder übertragen? Wahrscheinlich, ja, ne? genau. Ich müsste jetzt wahrscheinlich Bildschirm wieder an dich übertragen. Green. Ich übertrage dir aber mal meinen ganzen Bildschirm, falls wir deine Hände replayen wollen. Yes. Ja, sehe alles. Perfekt. Wegen dem. Kästchen platzieren. So, und wir sind auch schon wieder. Ja, genau. Linken. Wir auch schon wieder da, Leute. So, Chat und Jan, jetzt kann es losgehen. Ich warte einfach mal. Ja, was zocken wir? Wir zocken NL, ne, das ist NL50, ich wollte NL100 spielen. Ich könnte einfach einen Shot wagen. Wir können auch einfach auf NL200. Wie viele Leute sind da drin? Ach komm, Abfahrt. Wie viel sind da drin? Um die Uhrzeit? 93, 94 Spieler. Boah, das ist aber schon relativ viel. Was? Abflug. Natürlich. Wenn ich die jetzt schon mal dabei habe, dann will ich sie auch maximalen Nutzen aus dem Coaching ziehen. Alles klar. Maximale Schmerzen und maximalen Lerneffekt. Aber ich Okay. darf halt auch echt nicht. Aha, ich muss mich echt zurückhalten, weil die Ja, Leute, die ja, das spielen, also ich kenne die. kennst du, ne? Okay. Ja, also zumindest, ich habe lange nicht. Ich spiele auf anderen Seiten im Moment. Ja. Aber ja, ich denke, es sind immer noch irgendwie dieselben so. Okay. Aber viele Also. kenne ich, ja, viele Namen. Also da kenne ich den ganzen Tisch zum Beispiel. Kann ich zum Beispiel also mal direkt markieren. Die Namen sagen mir auch tatsächlich noch was. Nicht? Ja. Ja, Ronsen, Ass genau. Man führt 10. nur 3 Bets aus. Außer man ist im Big Blind, dann darfst du natürlich callen. Ass 10 gegen UTG. Ich glaube, hier würde ich ab Ace Jack Offsuit 3 betten. Ich sag, ich fold es. Viel zu loose. Also selbst Ja, Ace Jack nicht, oder Ace-Queen. was? Ja, Ace-Jack 0, 0, 0. Echt? Gegen UTG nicht 3 Zero. betten? Ja, Krass, Zero gegen okay. UTG. Wow. Was machst du Bisschen als Ace? King-Queen-O, bisschen King-Queen-O und Aha. dann Ace-Queen-O plus. Okay. Und was machst du damit? Also wirklich dann tatsächlich folden Ace Jack Offsuit gegen UTG Raise? Ja. Gut. Sehr, sehr, sehr einfach, sehr happy. Ja. Es wäre etwas, was ich bisher überhaupt nicht so gemacht hätte. Ich habe tatsächlich immer Ja, 3-Bet ich habe 100% das ja, gespielt. wie gesagt, mit Ben auch ständig. Der kriegt auch bei Wahnsinn. sowas immer Zustände bei diesen. Ja. Der Online-Cash-Apprentice-Kurs, Kikino, von Razor Edge. Also der Cash-Game-Kurs quasi, den Fallout und ich gemacht haben. Darum ging es gerade. Der bringt bei, wie man Preflop nur 3-bettet und nie rumcallt und damit die Leute in Oh. Albtraum-Spots bringt die ganze Zeit. Das ist so der Plan dahinter. Rumcallen finde ich auch gut. Ja, Callen hat im Cash Game X verloren, ne? Zweier wahrscheinlich auch ein bisschen zu loose. Ich öffne es mal. Ich würde wahrscheinlich soll ich gerade auf NL202 ja gar nicht mehr öffnen, weil ich wahrscheinlich viel zu oft gedreibettet hätte. Und dann muss ich nämlich auch folden. Das Argument hat ja zwei Seiten. Einmal, klar, wirst du, wenn, dann gedreibettet, dann ist es ein bisschen doof, aber du wirst ja, die callen ja auch selten. Das macht es wieder ein bisschen besser, ne? Naja.
Also es gibt den Approach, jedes Pair zu openen aus UTG und MP, und es gibt aber auch den Approach, die fullen nur Zweier und Fünfer oder machen nur ein bisschen, so 30% oder so. Ja. Okay. Ich habe immer alles geopend. Ja, ich war auch, also standardmäßig habe ich immer gerade auf den kleinen Stacks immer Zweier plus auch in jeder Position geöffnet, aber... Das würde ich halt auf den kleinen Stacks überhaupt nicht machen. Gar nicht, ne? Ja, nein, das, null. Nein. Ja. Da würde ich einfach UTG so 3,5x'en und dann mit meiner 15% Range irgendwie da rumasseln und immer eine starke Hand haben quasi. Mhm. Da würde ich so Zweier und Vierer und so einen Kram immer fullen. Hier zum Beispiel auch so ein Standardspot, Defend mit König 4 Offsuit im Turnierpoker natürlich immer. Hier würde ich es jetzt folden, auch gegen Button zu teilen. Ja, auf jeden Fall. Nein, 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 super, super fold. Okay. Wunderbar. Ja, dann kann ich mein Replayer-Fenster nämlich auf der anderen Seite aufmachen. Dann können wir hier nämlich das Replayer-Fenster. Den Chat. Groß. Chat, wenn ihr Fragen habt an den Jan, an mich, an uns beide. Cash Game generell, einfach mal raus. Apropos Freizeitspieler, weshalb ist Flix nicht mehr grün markiert? Ja, ich bin jetzt, bin nicht mehr Freizeitspieler. Ich hab von den Besten der Besten Coaching bekommen hier. Von Ben CB, von Cold Smile. Jetzt nichts mehr Freizeitspieler. Jetzt Profi. Jetzt oh Gott. Pity, ach guck mal, kaum wird Cash Game gespielt, kommen unsere alten Hasen wieder zurück, die früher bei den Cash Game Streams dabei waren. Pity, jetzt freust du dich, ne? Ging auch gar nicht um Call, ging um 3-Bet. Callen im Idealfall überhaupt nicht. Das war für mich selbstverständlich, das wollte ich gar nicht nochmal extra erwähnen, weil wir haben ja gerade eben schon von 3-Bet-Only eigentlich gesprochen, ne? Ja, ja. Oh, der Dejabba guckt oft auch andere Streamer, wenn ich die Formulierung sehe. Oh ja. Ja, der Boy, vor The Boys ist immer irgendwie... Die Zoom-Racks sind das. Die so, Zoom-Racks. Ich isoliere hier den Kollegen, der Minraced, UTG, vermutlich Freizeitspieler. Ah ja, das ist ein guter Flop. Ja, darum spiele ich auch weniger Live-Poker, weil ich solche Reaktionen zeige bei einem Flop. Das war ein bisschen auffällig. Das stimmt, ja. Hier wird jetzt einfach durchgeprügelt. Ich glaube, das wird jetzt einfach Pot, All-in-River. Und hoffentlich hat er kein Full House. So wäre jetzt mein Plan. Einfaches Spiel, oder? Ne? Wenn die Flops so runtergeregnet kommen. Würde ich auch gerade sagen. Ja. Aber sizing-mäßig... Was hast du auf dem Flop gemacht? Wie viel? Auf dem Flop habe ich sehr klein gesized. Auf dem Flop habe ich wirklich nur ein Drittel Pot gemacht. Ja, kann man sogar ein Viertel nur machen, weil, also zumindest ist meine Strategie, ich bette da meine komplette Range auf allen monotonen Flops in 3-Bet-Pots und dann bette ich einfach super klein, attackiere quasi nur so Queen-Jack in Hearts, King-Queen in Clubs und seine ganze Air und da kann ich auch einen Big Blind quasi betten oder sehr, sehr klein und erziele damit dasselbe Ergebnis. Also je kleiner man da geht, besser. Ja, das wäre auch meine Herangehensweise normalerweise. Das ist auch so eine MTT-Herangehensweise tatsächlich, ein Viertelpot irgendwie, weil ich glaube, mit Ben hat er hat mir viele Spots gesolved, auch in dem Coaching-Programm Pokerbeast, Leute, Ausrufezeichen Pokerbeast im Chat, wo er mir gezeigt hat, dass auf so monotonen Boards halt ganz, ganz kleine Bet-Sizings meisten Sinn ergibt. Ne? Ja, ganz ich habe das nur ein bisschen angehoben, weil ich gegen einen Freizeitspieler gespielt habe und dachte mir, vielleicht kriegen wir es da besser unter, aber wie gesagt, vielleicht triggern wir auch einen Checkraise mit dem. Ja. Wie wichtig sind denn die Elementary Cash Game Old Content Videos? Ja, wenn man den neuen Kurs kauft, sind die alten Sachen quasi dabei. Die haben immer noch ihre Daseinsberechtigung, kann man sich mal noch angucken. Das ist jetzt alles geupdatet worden. Man muss immer so ein bisschen die Zeit im Blick behalten. Der ist jetzt irgendwie 5 Jahre alt oder so, der Kurs. Das hat sich über die Jahre natürlich alles verändert, aber natürlich kann man sich das immer noch alles angucken. Und da sind immer noch Konzepte vertreten, die heute noch Anwendung finden. Man sieht aber auch ziemlich gut, was sich dann alles geändert hat über die Jahre. Also vorher, nachher. Ich würde es mir auf jeden Fall angucken, alleine für das vorher, nachher. Okay, gibt es in MP oder Button bzw. OP in Big Blind Small Blind einen Call? So nee, nur Big Blind. Nur Big Blind. Small Blind kein Call, MP kein Call. Button gibt es Calls. Ich würde aber sagen, macht's ohne, weil das macht die Sache einfach einfacher. Dann muss man sich nicht damit beschäftigen, was call ich, was dreibette ich, welche Hände habe ich hier überhaupt und weiß, okay, ich dreibette hier immer, habe die und die Hände, fertig, aus.
Es hat also auch viel mit Simplifizierung, mit Vereinfachung also dann zu tun. Jetzt sind wir auch gleich wieder in einem diskutablen Spot. Ich habe hier mal Defendant mit Bube 5 suited gegen Cutoff. Mhm. Ist das auch schon ein bisschen zu loose? Gut, Turn muss ich jetzt wahrscheinlich holen. Der hat Halfpot gesized. Ich fand Halfpot schon... Wahrscheinlich ist Halfpot schon auf dem Flop ein bisschen too much, um es überhaupt zu callen. Vielleicht muss man gegen Halfpot da schon Bottom Pair folden. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Also quasi würde ein Solver niemals folden, wenn, der, ja. wenn dieses Sizing irgendwie gebalanced ist. Aber ja, und Turn, Ass 5, 6 Dame, sollte er eigentlich nur riesige Bets haben. Da bin ich mit 75 schon immer ein bisschen... Ne, weil eigentlich will er jede Hand, die er hat, overbetten auf dem Turn. Maximal Druck ausüben. Mhm. Zumindest sehr, sehr häufig. 75 geht natürlich auch, aber ich bin dann für das kleine Sizing schon immer ein bisschen skeptisch, weil ja. wenn er Ace-Queen hat oder so, sehe ich die Overbet halt immer reinfliegen. Und wenn er dann, keine Ahnung, sowas wie Ass-9 hat oder vielleicht einen Bluff oder so, dann sehe ich ihn immer so den 75%-Knopf drücken. Kleineres also bin Sizing ich da immer, ja, ja, da bin ich immer, also ja. Sizing-Tails gehe ich echt steil drauf, da interpretiere ja. ich viel rein. Das ist echt spannend. Ich glaube auch, dass da viele wahrscheinlich viel zu praktisch noch handeln und dass, wenn man dann öfter gegen die spielt, dann dadurch eben auch einen guten Read aufbauen kann. Ne? Ja. Sind die Coachings in Deutsch? Ja klar, wenn du Deutsch sprichst, dann macht es ja gar keinen Sinn, dass wir Englisch reden. Also wenn du damit One-on-One-Coaching meinst. Mhm. Der Kurs ist allerdings, also alle Kurse bei Reset sind in Englisch, gibt aber für die meisten Untertitel. So. Dann hast du den Button geöffnet. Ich mache kleines Sizing auf Dame 2-3. Das Rainbow, ich habe Backdoors. Ich würde einfach hier klein sizen und jeden Turn ja. dann eigentlich fast immer, also jede Overcard eigentlich fast immer groß betten. Ja. Es ist so frustrierend, dass ich teils schlechte Laune nach der Session habe und meine Frau angifte. Uiuiui. Im ja, Schnitt spiele ich 3 Stunden A4 Tische. Die Gesamtstats sind 122 bei minus 121 Dollar. Hä? Ist das von. Hä? Aber ist doch nicht von dir. Ach so, der M zockt hatte vorhin eine Frage, die du nicht warst. Ah, okay, okay. Lieber M zockt. Also das sind Signale und auch, was dein Mindset angeht, Signale, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Wenn du danach schlechte Laune hast und irgendwie deine Mitmenschen mit deiner schlechten Laune dann runterziehst oder so ein bisschen beeinflusst, ist das auf jeden Fall was man auf keinen Fall haben will. Mach mal, ich würde als erstes mal eine Pause machen, um den Kopf so ein bisschen runterzufahren. Spiel mal eine Woche überhaupt nicht. Überleg dir wirklich, okay, was möchte ich mit dem Spiel machen und wieso? Wo kommt die schlechte Laune her? Nur weil die Leute so schlecht spielen oder weil ich verliere? Und dann geh da nochmal ran. Vielleicht wäre auch, also ich weiß nicht, ob du auf dem Razor Edge Discord-Server bist oder so, dann wäre es wahrscheinlich auch cool, sich da mit anderen so ein bisschen auszutauschen und da ein bisschen besser zu werden, vielleicht auch in dem Spiel und dann, ja, vielleicht so an die Sache ranzugehen. Sorry, falls ich zu viel rede. Ja, alles gut, ich bin da gerade mitten in der Tank hier. Ich überlege nur gerade. Die Potbet ist schon ziemlich hart. Ich meine, ich block auch viele Bluffs. Ich block sowas wie Bube 10, Dame, Bube. Ich block allerdings auch Nutflush. Gesten hat er wahrscheinlich eine 9. Den König wird er nicht so spielen. Ass ist irgendwie so eine Hassliebe-Karte hier. Ich werde es folden tatsächlich gegen Pot. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht. Ich glaube, es war so ein bisschen greedy. Ja. Es kam auch so schnell, der kam auch so Snap-Pot irgendwie auf dem River. Das hat mich sehr verdutzt, muss ich sagen. Also ja, um da nochmal drauf zurückzukommen, das ist auf jeden Fall nicht Sinn der Sache, dass man da von Poker schlechte Laune kriegt. Und das liegt bestimmt nicht daran, dass die Leute so immer mit 8-5 und 9-2 auftauchen, weil das ist eigentlich das, was dir nachher das ganze Geld bringt oder warum du gewinnst und die nicht. Ihr kriegt eine 4-Bet mit Buben. Mhm. Mit Flatten. Wohlfühlfaktor ist minimal gegen UTG. Aber ich denke, da sind vielleicht auch ein paar Bluffs. Da ist auch Ace King dabei. Bekommen wir auch den Flop. Frage, ob auf so einem trockenen Board dann Ass-König durchfeuert. Kann ich ja da viel mehr Damen, Könige, Asse, aber auch hier call ich natürlich nochmal. Also war es nicht so schön. Obwohl, Ace Queen würde ich jetzt gar nicht vermuten. Ace Queen könnte vielleicht Teil seiner Bluffing Range, seiner 4-Bet Bluffing Range sein. Es ist zu erwarten gewesen. Gut, ich schlage im Endeffekt Ace Kings.
Alle S-King-Kombos. Aces, Kings sind. Keine Time Bank mehr. Ich werde tatsächlich folgen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob er hier Ace-King durchblufft. Ja, also auf jeden Fall, denke ich, hatte er in UTG auch 4-Bet Bluffs und die meisten sind halt sowas wie King, Queen, King, Jack, Ace, Queen, O eben auch, denke ich, so zu 100% aus der River, ein bisschen tricky. Aber generell so im 4-Bet-Pot ein Overpair zu haben, heißt eigentlich immer Stack-Off. Okay. Und die Golden, also es ist so quasi die Regel, wenn man so in einem 4-Bet-Pot ist, kann man eigentlich nicht mehr folden, einfach weil der Pot zu groß ist. Da werden ja einfach keine Overpairs gefoldet. Mhm. Weil man so jetzt callst du ja nur noch 10er und vielleicht Queens. Ja, Ace-Queen foldest du wahrscheinlich am Turn ziemlich häufig. Mhm. Und dann wird es halt relativ dünn am River. Und für den Preis, den du kriegst, es sind ja nur noch 100 zu callen für einen $400-Pot, musst du da halt einfach relativ, zumindest in der Theorie, relativ weit weg callen. Ja, das stimmt. Ne? Du musst also irgendwie sehen, wie kriege ich, also es geht jetzt nicht mehr darum zu Hero folden, es geht jetzt darum, irgendwie das Overpair bestmöglichst reinzukriegen gegen was Schlechteres und ja, dann einfach happy zu sein, wenn es Aces sind und sagen, ja, okay, aber er hat hier auch Ace, King, King, Jacks und so weiter, also könnte man über einen Turn Jam nachdenken, könnte man Flop Min-Raisen oder sowas, gibt es lauter Optionen. Mhm. Aber wenn der River jetzt nicht unbedingt die Queen ist oder so, aber selbst auf die Queen, denke ich, müssen wir ab und zu callen. Müssen wir callen, ja. Ja, und dann quasi irgendwie versuchen, die Steine reinzukriegen. Ja, macht Sinn. Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, aber Flop Race macht nicht wirklich Sinn gegen so eine kleine Size, oder? Nee, in Position halt überhaupt nicht im 4-Bet-Pot. Out of Position auf jeden Fall. Mhm. Also wenn du jetzt out of Position die 4-Bet gecallt hättest, auf jeden Fall Flop Min-Raisen und dann ja, reinbringen, ja, weil du halt einfach Schwierigkeiten hast, sonst deine Equity zu realisieren und du willst nicht, dass er mit Ace-King oder King-Queen sich am Turn die freie Karte nimmt. Ja. Das willst du quasi damit verbieten. In Position macht Raisen keinen Sinn. Ja. Untertitel habe ich noch nicht gefunden. Wo stelle ich die ein? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Einmal im Razor Edge Support Channel nachfragen, was die Sachen angeht. Deutsche Untertitel? Oder ja, gibt es ja für die Kurse. Ah, ich weiß nicht, ob es für unseren Online-Cash auch einen deutschen Untertitel gibt. Oh, ich habe mal wieder einen guten Flop getroffen. Mhm. Und den Turn werde ich jetzt, glaube ich, groß betten. Auf dem Board glaube ich, dass da auch viel noch weiter callen wird, was so 10, 9, 8, 9 mäßig unterwegs ist. Ich glaube, ich werde den River sogar auch nochmal overbetten. 65. Herr Joe Black. Für die Hero callen sie. Ui! Da gibt es eigentlich nur einsizing am River. Ich glaube, da hast du ein bisschen Value liegen gelassen. Echt? All in? Ja. Ja, gibt nur All-Ins auf dem River. Ach, krass. Wenn du den Turn overbettest. Also da hast du nur Einsizing, All-In oder Check. Oh. Ja, weil du am Turn ja quasi maximal polarisierst durch die Overbet und sagst, hey, ich habe hier entweder Nuss oder einen richtig starken Bluff. Mhm. Wenn wir uns die Hände angucken, die 65 callen am River und die alles callen, das sind genau dieselben. Also okay, da gibt's keinen, da ist die Range super inelastisch. Oh. Da dachte ich mir jetzt, da wäre ich dann zu greedy, wenn ich jetzt All-In gehe. Aber das finde ich spannend, ja. Nee. Du machst ja auch, willst deine Bluffs profitieren ja auch davon, die maximal Druck ausüben auf seine Bluffcatcher. Wenn er sowas wie Bube 9 hat oder so, hat er ja einen ganz guten Bluffcatcher, aber dann halt auch für alles, ne? Generell, wenn du viele Nuts haben kannst, die er nicht haben kann, weil zum Beispiel seine Nuts raisen öfter mal den Flop, seine Sets, Two-Pair, Straights und sowas und du den Vorteil hast, dann möchtest du immer maximal groß betten. Das ist quasi das, was GTO diktiert. Wenn nur du der bist, der alle Nuts haben kann oder der mehr davon haben kann, willst du immer quasi alles setzen, was du hast. Quasi auch noch aus der Hosentasche nachladen, wenn du könntest. Autoschlüssel hinterher werfen quasi. Genau. Ja, genau, weil er halt nur die Bluffcatcher hat und du hast alle Nuts und er kann nicht alles folden. Er muss irgendwas callen, ja? Und dann auch für maximalen Preis, weil dann so gewinnst du am meisten. Ja, krass. Spannend. Sizing Button größer, um den Pot öfter mitzunehmen. Ja, aber auch um einen größeren Pot in Position zu spielen. Da haben wir immer Interesse, große Pots zu spielen, wenn wir in Position sind. Das ist ja immer ein bisschen schöner. Chat Felix kann nur bestimmt dafür. Achso. Mal ganz kurz. Die Profitanzeige stimmt noch nicht. Die mache ich jetzt auch noch mal gerade straight. Ja. Kannst du gerne kurz im Chat ein bisschen rumwüten, wenn du magst. Ja. Ich versuche aufzuholen. Cashgame. Hallo in die Runde. Hallo, Weddy 82. Ich will wissen, wie viele Tage am Stück ich fürs Essen aufkommen muss. Okay, das war keine Frage an mich. Hab nur laut gelesen. Rumble spielt auch 50 so. Ja, der spielt schon, seit ich denken kann. Also selbst schon vor Jahren hat er schon irgendwie in diesen Stakes rumgewühlt. Das ist echt krass. Es gibt viele Cash-Gap-Spieler, die man wirklich seit Jahren wirklich auch sieht. Also seit
7 bis 8 oder 9, 10 Jahren. Es gab auch letztens jemanden, der kam mir in den Stream und meinte, hey, den habe ich auch vor 8 Jahren schon getroffen in Tischen. Das ist echt sick. Einerseits frage ich mich dann, denke ich mir so, okay, cool, ne, dass die immer noch spielen und immer noch irgendwie unterwegs sind. Andererseits frage ich mich, werden die denn dann irgendwie nie besser? Also wollen die nie mal irgendwie höher hinaus? Ich meine, das Leben ist ja irgendwie auf NL50 nicht zu Ende. Ja. Da gibt es ja auf jeden Fall, haben die keine Ambitionen, irgendwie mal höher zu spielen, aber solche Menschen habe ich auch schon kennengelernt, die einfach sagen, hey, ich will gar nicht höher spielen, habe ich gar keinen Bock drauf, so, ne? Ja. Kann ich so als, ja? War bei mir damals tatsächlich so. Also ich war auch so einer von denen. So die Ambitionen waren relativ, ich war zufrieden mit dem, was ich hatte, aber tatsächlich war natürlich auch bemerkbar, dass dadurch natürlich auch wenig Weiterentwicklung. Ja, ja, gerade auch, wenn du gegen stärkere Leute auf höheren Stakes spielst, wirst du ja auch automatisch besser. Die bringen dich dann in toughe Spots, in denen du auf einmal manövern musst. Und dann steht man da. Ja. Oh, jetzt mal. Warte und dann. Zeigen alle. Genau, Regieanweisungen haben immer Prio. So. Ja, Pity Barely, King Queen O ist ein bisschen ist hier präferiert als Ace Jack O. Ace Jack O wie ich immer vorhin. King Queen O so die Hälfte der zweiten mal drei Betten. Also quasi 50%. Ein bisschen, wenn man so will. Ja. Okay, jetzt haben wir auch. Weiter geht's. Ja, krass, ey. Ja. Also da muss ich auch einfach mal für 3,5-fachen Pot All-In gehen auf dem River. Ne? Ganz genau. Hätte ich früher mir nie träumen lassen, aber ja. Aber das ist oft so. Nach der Turnover-Bet, wenn sich da nicht irgendwie signifikant am River was verändert, zum Beispiel da Straßen oder Flushes ankommen, hast du oft dann nur All-In oder Check. Mhm. Und wenn deine Hand zu schwach ist, also deine Value-Hand zu schwach ist für All-In oder Check, zum Beispiel du hast jetzt sowas wie Ass-Bube oder so, dann hast du am Turn schon einen Fehler gemacht mit der Overbet. Dann macht das schon irgendwie keinen Sinn. Ja. Ja, dann geht man da lieber für so ein 75er-Sizing oder so. Mhm. Ja, Big Blind Defense sind auch nochmal wirklich ein spannendes Thema, glaube ich. Da bin ich momentan tatsächlich sehr unsicher, weil ich vom MTT-Poker natürlich anderes gewöhnt bin. Und jetzt wahrscheinlich auch ein paar weirde. Aber ich glaube, das wird dir wahrscheinlich oft so passieren. Ich werde jetzt hier auch folden, obwohl ich Backdoors habe, aber hier muss ich gegen das Sizing sogar einmal callen. Mit Backdoor Straight und Backdoor Flush Draw, aber ja. Ja, ich würde auch callen. Bisschen unhappy, aber mit den Backdoor-Geschichten und König hoch ab und zu mal gut. Mhm. Aber Defend Preflop, wie siehst du es damit? Ja, Suited König, okay. Defend ich auch. Gut. Jan, warum ist laut Kurs in Playable Cutoff oder Button nur in 3 Meter vorzuspielen? Warum never eine Trap mit Top Range? Weil, also erstmal das Hauptargument ist nicht das Rake, das ist auch ein Argument. Immer wenn du callst Preflop, ja, bezahlst du Rake, das ist so. Okay, wer spielt vielleicht erstmal eine Hand? Ja, ich glaube, die werde ich tatsächlich folden gegen die 4-Bet. So schlechteste Pocket Pair 7er, vielleicht würde ich noch 3 Betten, 8er und dann folde ich 8er jetzt gegen die 4-Bet. Okay. Der Preflop 3-Bet ist schon sehr loose. Schon sehr loose. Aber wenn man jetzt sagt, ich mache das so, keine Ahnung, ein bisschen, ganz kleines bisschen Achter, dann callt man eigentlich auch immer die 4-Bet. Auch die 4-Bet, okay. Ja. Weil Pairs spielen sich im 4-Bet-Pot eigentlich immer ziemlich geil, weil der Flop sagt, entweder rein die Steine, da ist deine 8, oder der Flop ist halt irgendwie so, dass du folden kannst. Aber du kannst nie irgendwie zwei Straßen callen und dann nochmal gucken oder so, wie das zum Beispiel bei einer Hand wie Bube 10 suited so wäre. Da floppt man eine 10, dann callt man da wieder zweimal rum, am River steht man wieder da. Ja. Da ist viel Fehlerpotenzial, da ist mit 8 dann halt nicht so zum Beispiel. Ja, stimmt, genau das hast du beim letzten Mal auch gesagt. Das war genau so ein Punkt. Ich glaube dir, also wenn wir 4 betten, callen wir eigentlich alle Pairs, die wir auf 3 betten. Ne? Also ja, wenn wir 4 betten, genau. Ja. Also es gibt keine Calling Range, weil erstens, wenn du jetzt da rumcallst, dann musst du manchmal Asse callen, manchmal musst du sie 3 betten, dann musst du manchmal King Queen Suited callen, manchmal musst du es 3 betten. Viel zu kompliziert. 3 bette einfach alles, da musst du dich damit nicht auseinandersetzen und je weniger du dich damit verwirrst selber, desto mehr Selbstbewusstsein und mehr Confidence kommt in dein Game, desto einfacher wird das Post-Flop abzuliefern. Dann siehst du einen Flop und weißt genau, die Hände habe ich und die Hände habe ich nicht, weil die 3 bette ich und die 3 bette ich nicht. Und da ist es dann, ist der Gedankengang dann zu Ende und das ist das, was wir haben wollen. Mhm. Und natürlich das Rake-Argument, wenn du viel rumcallst, bezahlst du mehr Rake. Darum macht es keinen Sinn, das irgendwie so super kompliziert zu machen mit manchmal Assen callen und so ein Quark. Würde ich alles überhaupt mich nicht mit auseinandersetzen. Gibt es viel wichtigere Sachen. Wenn du den Gegner auf einem Level hast, die dir regelmäßig ihr Geld zukommen lassen, warum sollte ich dann wechseln, außer der Antrieb besser zu werden? Ja, klar, natürlich. Das ist die große Frage. Da ist halt das die Frage, was überwiegt, ob man besser werden will, ob man vielleicht den Stakes abmoven will oder halt eben nicht. Aber das, was dein jährliches Einkommen als professioneller Pokerspieler am allermeisten beeinflusst, ist nicht deine Sample Size,
auch nicht deine Winrate, sondern meistens tatsächlich die Stakes, die man spielt. Und wenn man da dieselbe Winrate auf NL200 hat, die man auch auf NL500 hat, dann macht es keinen Sinn mehr, NL200 zu spielen, weil NL500 verdient ja sehr viel mehr Geld. Sollte man NL200 Cashcam noch ohne Stats spielen? Ja. Soweit ich mich erinnere, mochte Flix das nicht so gerne. Ja, ich habe generell durch das Stream habe ich halt aufgehört, mit Stats zu spielen. Spielst du generell mit Stats oder legst du viel Wert drauf? Ja, ich lege da schon viel Wert drauf, aber ich kenne auch Spieler, die ohne Hard spielen seit Ewigkeiten und einfach so gute Fundamentals haben, dass es völlig egal ist, was die Gegner für Tendenzen haben. Ja. Oder das einfach schon aus dem, wie sagt man, auch von Natur aus gut exploiten oder gut ausnutzen oder wissen, hier wird geoverfoldet oder hier ist es oft so, dass die Leute zu viel callen oder so. Ne? Also ein HUD wird irgendwie nicht viel an der Winrate drehen. Aber wenn man eine große Sample Size hat, gibt es da durchaus Daten, die man ausnutzen kann und auf den tieferen Stakes sind diese Daten auch sehr verlässlich und sehr gut auszunutzen. Darum würde ich das eigentlich empfehlen, das mal zu machen, aber es ist kein Muss. Slingin, danke dir für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Ich check den Flop. Second Pair gefloppt. Der gibt für mich jetzt erstmal einen Check-Call. Ja, Turn ist jetzt die Frage, kriegen wir Value von irgendwas? Ich glaube, ich check tatsächlich nochmal. Gehe für eine Straße. Wenn ich jetzt bette, weiß ich nicht genau, was ich auf dem River machen soll. Dann finde ich es halt sauschwer, einen River zu spielen. Wir werden es herausfinden, Pitti. Das wäre auch meine Antwort gewesen. Jetzt die Frage, wollen wir Value betten? Ich glaube, ich werde betten. Die Frage, was er hier haben kann. Neuner. Also er hat auf jeden Fall irgendwas mit Showdown Value, bin ich relativ safe, weil er jetzt einmal gecheckt hat. Also seine Bluffs, glaube ich, fängt er irgendwo an zu betten. So 9, 10 und sowas hat er nicht. Dame 10 hat er eigentlich auch nicht, würde ich jetzt vermuten. Die checkt er wahrscheinlich ein. Ich hoffe nicht, dass er on Stream sniped. Oh doch, er streams. Ah, nee, er kann nicht Stream sniped. Er raised den River auf die kleine Size. Das sieht aus wie 8er oder 7, 8. Da habe ich ihm natürlich genau die Vorlage geboten. Er könnte vielleicht gesehen haben, dass ich Queen Jack habe. Sehr groß. Nicht schwer. Könnte aber auch sein, dass er irgendwie 5er oder 6er in den Bluff turnt. Voll machen. 9er hat einen Bluff getürnt. Nice. Also es, aber war wirklich auf Messers Schneide, weil es sah halt wirklich aus wie 8er. Letzte Sekunde, ne? So. Letzte Sekunde. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, wenn man anfängt, da am Flop rumzuchecken, ne? Wo man eigentlich immer betten sollte mit deiner kompletten Range. Und dann begibst du dich halt in eine Situation, wo du weißt, du bist immer capped, aber du musst auch irgendwas callen. Das ist so eine Situation, die man nie haben möchte, dass man sich mit der Capped Range in einer Situation befindet, wo man nie eine starke Hand hat oder nie eine wirklich starke Hand hat und am River immer diesen maximalen Time Bank Hero Call macht. Und wenn man dann gegen einen Player Pool spielt, der wenig blufft oder zu wenig blufft, ich meine, jetzt gehen wir mal ein paar Limits runter und dann suchen wir da wen, der da 9er einen Bluff turnt. Ja. Da suchen wir echt verflucht lange. So. Und dann begibt man sich immer in diesen Spot und man verliert ihn immer und man weiß nie, was man falsch gemacht hat oder was man hätte besser machen können. Darum würde ich auch mit diesen mittelstarken Händen einfach Range betten. Und dann versuchen, irgendwie die zum Showdown zu kriegen. Ja, ja. Was für ein Sizing? Weil ich fand's total problematisch. Flop war total schwierige Entscheidung für mich. Ja, weil klein. Klein, ne? Immer also ja, klein. Drittel Pot mit kompletter Range. Mhm. Er hat ja nie Ace, okay, er hat ein bisschen Ace King, ja. Aber das ist so furztrocken, zwei Broadway-Karten, da kann man halt immer super klein betten. Verliert da keinen EV gegenüber einem polarisierten Ansatz, wo man jetzt große Bets und Checks haben möchte. Ja. Kann man immer klein betten, dann kann man Turn-Check callen oder wenn der Turn-Check geht, den River-Check callen und weiß eigentlich immer genau, was man macht. Und man kann da auch viel einfacher starke Hände reinmixen. So deine, wenn der Turn jetzt eine 2 ist, dann checkt man halt Pocket-Boot, dann checkt man halt Pocket-Kings und weiß, man ist halt super protected mit seinen ganzen Sets oder mit seinen Traps und so weiter. Aber wenn man jetzt so Flop checkt, Turn checkt, River drittelt oder so, dann wird es schwierig, da mal Kings reinzumixen oder so. Ja. Oder auch mal so. Ne? Das ist
ist auf jeden Fall ein gefährliches Terrain, auf dem du dich begibst, weil ja, das finden die Leute auch raus. Du siehst es ja, er hat es ja versucht. Ne? Ja. Er weiß ja, du sagst ihm quasi genau, was du hast und lässt ihn dann machen. Ich hätte es von ihm auch schöner gefunden, dass er einfach jammt, weil er rappt sowieso nur Achter. Also er ist super polarisiert, er hat entweder Scheiße oder er hat Achter. Und da macht sein Race nicht so viel Sinn. Und er weiß, dass ich halt nie Kings oder Jacks habe. Vielleicht ab und in alle Jubeljahre mal vielleicht. Ja, genau. Und dann knallt das halt einfach rein und dann stehst du da. Ja, aber man sieht es auch wieder, es ist auch wieder so eine Playerpool-Tendenz. Keine Eier, keine Balls. Ja, man hat jetzt Neuner. Deswegen will man nicht so viel riskieren für den Bluff. Deswegen macht man ein bisschen kleiner. Und wenn man Achter hat, dann knallt mal rein. Weil dann will man ja den Call. Ja, aber so ist es. Und das ist auch auf NL 200 so. Das ist super spannend. Das kriegen die Leute einfach nicht raus. Ja. Wahnsinn. Ne, ich glaube nicht, dass er gesniped hat. Der Jam kam tatsächlich, bevor die Hand bei mir im Stream kam, aber es kann natürlich sein. Ich will niemandem was unterstellen. Wir haben ja auch nur 90 Sekunden Delay. Wir sind da selber schuld. Also ich bin selber schuld im Endeffekt. Ich habe mir die Bürde aufgelastet, weil ich einfach viel. Ich finde es cooler, so interaktiv zu spielen. Ich versuche irgendwie bei meinen Streams immer, wenn ich Turbo-Turniere spiele, 90 Sekunden Delay zu haben, weil die Interaktion einfach besser ist mit dem Chat. Ja, ja, kann ich voll verstehen. Das macht viel mehr Spaß. Ist natürlich gefährlich, aber du spielst jetzt ja auch nicht irgendwie, keine Ahnung, 8 Stunden jeden Tag Cash Game, wo die Leute nicht einfach die komplette Tour können, sondern halt einfach einmal in der Woche oder so. Ja. Ich sehe es so, ich büße ein bisschen von dem reinen Cold Cash Value ein, aber gewinne vielleicht ein bisschen auf der Community Front und vor allen Dingen, wenn ich es dann mal weiß, dann kann man es ja vielleicht auch mal gegen denjenigen verwenden, was ja auch ganz spannend. Naja, wir wissen ja auch nicht, vielleicht hat es ja auch genauso geklappt. Ja, ne? Das wäre witzig. Das wäre witzig. Okay, Turn werde ich auch nochmal betten. Jetzt kommt dann, ich denke, ich kriege schon noch Value von der 9. Für mich ist jetzt eigentlich hier der Plan, Turn zu betten, River hinterher zu checken. Das ist mega gut. Einfach ganz oft Turn für dünnen Value betten und sich am River die schwere Entscheidung sparen und sich einfach den Free River zu kaufen quasi. Mhm. Ist eine super Strategie. Mit solchen Händen. Das war auch früher schon eine super Strategie eigentlich. Das ist witzig. Manche Sachen so. Bleiben einfach auch so, ne? Das ist schon. Und dann stell dir vor, jetzt checkt man da wieder jedes Top her und am River kriegt man die Potbet um die Ohren gefeuert. Ja. Dann stehst du doch wieder da und dann machst du wieder Rätselraten und im Zweifel guckst du jedes Mal in Flasche an, aber callst auch jedes Mal weg. Ja. Ja, und erlaubst ihm gar nicht mit schlechteren Händen den Turn zu callen oder so. Und sehr cool zu sehen, dass manche Konzepte im Pokern einfach immer Hand und Fuß haben. So ein bisschen auch immer noch falsch gemacht werden. Was heißt falsch, noch. Ne? Daran sieht man, wie menschlich dieses Spiel eben auch ist nach wie vor. Ne? Ja, das ist richtig, Tommy. Und auch das fast kannst du streichen. Da wird echt nur 3-Bet gespielt. Und es gibt auch Ansätze, habe ich eben schon mal kurz angesprochen, wo man aus jeder Position einfach nur 3-Bettet, einfach gar nicht mehr callt. Mhm. Außer einem Big Blind. Macht's Leben einfach. Okay, das wird defended. Ich weiß nicht, ob ich hier. Man soll viel 3-Betten, hast du ja beim letzten Mal haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob King 10 Offsuit dazugehört. 3-Bet lieber irgendwas, was dann suited ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Jetzt checkt er den Flop. Okay. Fangen mit einer großen Bet an, weil er wahrscheinlich viele Buben in seiner Range haben wird, die er checkt vielleicht. Villain hat auf 64 geraced, Hightower. Wir haben 14 gebettet am River und er macht 64. Ja, große Bett ist gut, King 10 ist keine 3-Bett. Zumindest nicht oft. Und der Dr. Luck ist, der war früher mal also wirklich ein absoluter Top-Spieler. Der hat auch sehr viel höhere Stakes gespielt. Was? Ja, keine Ahnung, wo der wieder herkommt. Also habe ich komplett korrekt gespielt gegen einen Top-Spieler. Kann ich mir jetzt sagen. Aber, auf die und vor allem bettest ja auch keine 4 und du bettest ja auch dein Bube 9 nicht so häufig am Flop, deswegen willst du halt einfach groß betten mit deinen Königen und deinen besten Bluffs. Ja. Oder? Sinn. So, ich glaube, ich brauche hier Protection mit meiner 8. Vielleicht soll ich sogar noch größer betten auf dem Flop. Oder ist das Sizing? Wie ist Multiway? Multiway Sizing? Immer nur klein, immer nur klein. Immer klein. Da gibt es immer klein, immer klein. Aber also wenig betten, nicht oft betten. Ich würde jetzt zum Beispiel niemals so Ace-Queen in Herz oder so betten. Mhm. Also wenig Ende betten, tight C-betten und wenn, dann klein. Weil man will ja gegen zwei Leute irgendwie nicht polarisieren, weil da sind ja irgendwie zwei Ranges oder zwei Hände, gegen die man arbeiten muss. Und das macht ja nicht so viel Sinn. Also bettet man einfach super viel klein. Okay. Mit wenig Händen, also wirklich nur gute Hände. Ich würde Dreiway nie viel rumbluffen. Sind ja zwei Leute, die Nuts haben können, quasi. Ja, ja. Ja, macht absolut Sinn. Darf ich als Cashcam fragen, was der Unterschied zu dir Open Raises ist? In Turnieren öffnet man mit 2,3 WW, wie ist es im Cashcams? Ähnlich. Gibt unterschiedliche Ansätze. Man kann in Early-Positionen
kleiner openen, man kann auch in Early Position ein bisschen größer open raisen, wenn man viele Leute dahinter hat, die viel callen. Aber eigentlich ist so der Konsens, Early Position ein bisschen kleiner, Button Cutoff ein bisschen größer, da wollen wir die großen Pots spielen. Unterscheidet sich nicht so sehr von Turnieren. Also nicht massiv. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Okay, er checkraised mich auf dem Flop, ich calle. Und mit Checkraise da, Flush Draws, Straight Draws, 7-6, Spades, eine starke 10, Overpairs natürlich vielleicht auch, weil im Blind Battle kriegt er ja den Value von sau vielen schlechteren Händen, die ich hier defende. Da habe ich noch einen Gutshot. Turnbet werde ich auf jeden Fall auch nochmal callen. Wie eine massive Overbet oder so. Und? Interessant, interessant. Sein Sizing auf dem Turn finde ich sehr merkwürdig. Der River ist natürlich nicht gut, weil 6-7 jetzt Straße macht. 6-7 ist wahrscheinlich bei seiner Range. Schlag Flush Draw, ich check. Ja, ist ja mal wieder, also keine Ahnung. Schweinerei! Katastrophe, diese Line. Katastrophe. Solche Klicker. Ja, Turn ist halt so, ne, also. Hat wieder seine Hand, ne? Er möchte wieder günstig River sehen, gell, ne? Ich wette, wenn er ein Set hat, dann feuert der da zweifach Pot um die Ohren und jammt den River. Ja. Aber jetzt hat er halt kleinen Flush Draw und möchte halt dann lieber klein betten und am River zu checken. Ja, mein Gott, kann man schon mal machen, um seine Ranges zu balancen oder so ein Krams. Aber er hat einen Flush, bette doch einfach deine Hand for Value. Wir callen doch auch super viel. Und was soll denn passieren? Was sollen wir jetzt bluffen? Spades bluffen wir sowieso nicht, weil wir wissen, das sind scheiß River Bluffs. Und wir bluffen damit, wir blocken damit seine Folds. Was sollen wir jetzt bluffen? Wir haben immer ein Pair. Wir haben oft eine 6, wir haben manchmal auch eine 3, ja, wir haben manchmal eine Straße, aber bluffen tun wir schon nicht. Ja. Ja. Er hat wahrscheinlich einfach gedacht, aber was hältst du von seinem Flop-Check-Race im Blind-Battle? Ja, wenig gut. Man will keine Undercards zur 10 check-raisen. Was ist jetzt, man bettet doch am Turn dann immer Drawing Dead, wenn du eine 10 hast. Zum Beispiel ist es jetzt eine 2 oder so. Ne? Und dann steht er da mit 9 hoch. Man will halt immer irgendwie eine Overcard haben, die eine 10 noch überholen kann. Man will auch irgendwelche Blocker zu der 10 haben, die downcallen können. Mit 10, 9 und 10, 8 callst du halt nicht für Stacks down, sondern mit Ass 10 und König 10. Ne? Also könnten das Argumente sein, andere Hände zu nehmen. Also generell den Flop zu checkraisen finde ich okay. Die Handauswahl finde ich ist nicht gut gewählt. Ja. Da gibt es definitiv sehr viel bessere Hände. Sowas wie Queen Jack in Herz zum Beispiel. Overcards, Backdoor Straight Draw und sowas. Ei, ich dachte, es gibt jetzt mal einen spannenden Spot mit Buben, aber alle haben gefoldet. Doof. Team 5 suited aus der Position. Ich würde es aus dem Cutoff essen. Hier fold ich es noch. Mist. Mr. Dadisane, das macht keinen Unterschied, ob das Zoom ist oder nicht. Also generell sind GTO fundamentale Sachen, also so die Basics immer wichtig und immer zu wissen, worum es geht. So wirklich spielen würde ich GTO aber irgendwo, also würde ich nie. Ich würde immer sehr viel davon abweichen und sehr weit von diesen Basics abweichen, aufgrund dessen, was ich über meine Gegner weiß. Also es ist immer noch sehr, sehr viel Raum für Straßenpoker auf allen Stakes, so nenne ich es mal. Sehr, sehr viel Raum für Sachen machen, von denen man denkt, die einfach gut und richtig sind, die nichts mit GTO zu tun haben. Wenn du 2 Stunden pro Tag hast, ist immer besser angehört als regular Tische. Ja, würde ich sagen. Das würde ich sagen. Also es ist einfacher einfach vom Zeitmanagement, weil du musst keine Tische suchen, du musst deine die Lobbys nicht scannen und so weiter, wenn Tische bricken, wieder einen neuen suchen und aufmachen und so weiter. Das ist bei Zoom natürlich einfacher. Und ja, wenn man dann gerade wenig Zeit hat, bietet sich das auf jeden Fall an. Ich finde es ganz entspannt so. Ich kann mich aufs Spiel konzentrieren und du beantwortest die Fragen im Chat. Super. Ja. Wunderbar. Turn, weiß nicht, ob das ein guter Turn zum Bluffen ist. Sieht vielleicht aus wie ein Mandatory Bluff, aber ich meine, ich kriege ja schon noch einige Folds. Turn. Popcorn. Ich glaube, da habe ich, vielleicht hätte ich da echt den Turn betten müssen, ne? Ja, fände ich auch. Du hast sogar noch Equity gegen Hände, die callen, aber schlecht, also die kein Flush sind. Ja. Sowas wie Sets und Two Pairs, da hast du zumindest noch einen Gutshot dagegen. Mhm. Ja, und es foldet quasi alles, was kein Peak ist oder kein Set oder Two Pair. Ja. Also fände ich das
nochmal bluffen und dann wahrscheinlich River aufgeben. Mhm. Andererseits, ja, kann man auch ballern. Also ich wäre auch ein Fan von ballern. Ja. Ja, es ist ein bisschen schwierig, da korrekte Bluffs zu finden auf so 4-Card-Flushboards, weil man will auch da immer mit, also man will die Hände bluffen, die keine Folds von ihm blocken. Und das ist ein bisschen schwierig zu ermitteln in Game, was jetzt genau Hände sind, die jetzt keine Folds blocken, also die super, ja, die wirklich gar nichts blocken und so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Mit Straßentaktik hat Slavik damals den Nixflick rasiert. Ja, Street Poker ist underrated. Das ist auf jeden Fall noch was, was seine Daseinsberechtigung hat, auch mit Stakes und High Stakes und so weiter. Einfach ein bisschen Gangster spielen, manchmal ist auch ganz gut. Straßentaktik, beste. Straßentaktik, ja. Beste. Oha, jetzt kommt direkt die Donkpad von vorne vom Freizeitspieler. Don't mess with the Freizeitspieler without equity. Also, okay. Direkt. Ich raise das erstmal generell. Direkt raisen, immer generell? Ja, ich raise alles, weil okay. was hat er da rumzudonken? Ja, dann sind das wieder Pocket Dreier, die für Info mal reindonken, ob du als König hast und vielleicht einfach foldest. Und dann gebe ich ihm die Info halt. Ja? Ich habe zwar Dame 6, interessiert mich aber auch nicht. Okay. Ich raise erstmal und evaluiere dann den Turn. Wir haben ja noch ein bisschen Overcards, wir haben ein bisschen Backdoor Equity. Und wenn ich dann merke, okay, das ist jemand, der einfach immer reindonkt oder immer downcallt, dann kann ich es immer noch abstellen. Ja. Weil ich sehe einfach zu oft dieses, ja, ich bett mal schnell und gucke, was passiert, und wenn er raised, bin ich halt weg. Ja. So, das sehe ich halt einfach aus der Erfahrung zu oft. Django, ich habe dich gerade hier. Ich will ja niemanden exposen, ja, aber Django, ich muss dich exposen. Ich habe dich gerade mit einem 40 Big Blind Stack hier auf NL 200 gesehen, was da los? Was? Subscriber im Chat hier, unfassbar. Ah ja, zack. Ja, ja, die kommen. Ja, ja. So, jetzt wird's spannend. Jetzt 4 Betten. Also mache ich etwas größer. Ich möchte jetzt nicht out of position irgendwie in den Call-Down-Modus gehen. Wenig Bock drauf mit Ace-Jack off. Called. Okay, ich habe das Ass in Karo. Also fange ich an zu betten. Ich hoffe. Heller spielen wahrscheinlich. Deine Calling Range wird ja noch unglaublich weit sein hier. Trotzdem. Ein Blind Battle. King Queen suited. King Ten suited. Oder Ass X suited in einer anderen Farbe. Oha. Ah, ich glaube, die Gefahr, dass ich jetzt gesniped werde, ist schon recht groß. Aber er kann es nicht sehen. Also die Hand sieht er noch nicht. Er raised mich auf dem Flop. Ja gut, ich werde holen, obwohl ich es irgendwie... Finde ich sehr strange. Stranger Spot. Was sagst du? 4-Bet ist super. Lieber für 100 Big Blinds. Ihr wart ein bisschen deeper. Darum ist es... verschieben sich so die Ranges so ein bisschen. Da will man halt sowas wie 10er nicht mehr 4-Betten, weil es halt einfach, du nicht groß Flop-Betten kannst, den Turn einfach reinknallen kannst, was man oft mit 10ern machen will, wenn du jetzt ein Overpair hast. Also wenn du deeper bist, werden solche Hände weniger ge-4-Bettet. Ace-Jack, denke ich, gehört dann auch so ein bisschen dazu. Das Schöne an Ace-Jack ist aber, dass er Ace-King immer reinstellt pre. Ja, das heißt, wenn der Flop-Ass hochkommt oder Bube hochkommt oder so, dann haben wir immer eine sehr, sehr starke Hand und können immer für Stacks spielen. Darum ist Ace-Jack eine super 4-Bet. Ja. Noch ein bisschen besser für 100 Big Blinds natürlich. King-Queen ist auch eine super 4-Bet. Ace-Queen-O und so, das sind alles super 4-Bets in dem Spot. Und der 3-Bet hat ja auch super viel Big Blind gegen Small Blind. Und dann Turn, also Flop auf das Sizing fold ich glaube ich nicht, auch mit dem Ace of Diamonds. Klar will er hier ein bisschen protecten mit 10ern oder so. Aber ich denke, mit einem Ace of Diamonds würde ich auf jeden Fall einmal callen. Okay. Und dann gucken, was passiert. Ja. Ich denke, der Preis ist auch zu gut. Und ja, krass, im 4-Bet-Pop bin ich auch zu sehr in diesem Spielen für Stacks-Mentalität, ne? Ja, ja, aber wie gesagt, kein Problem mit dem Flop dagegen zu folden generell oder so, aber ich denke, du willst ja auch deine Aces callen und so weiter und all sowas. Ja. Kann man auch schon mal Ace-Jack mit dem Diamond, mit Ace of Diamonds callen. Ach, guck mal, wer da auch im Pool drin ist hier. Player. Ungefährliches Kroko. Das finde ich auch einen guten Tag für ihn. Ungefährliches Kroko. Ja, ganz ungefährlich.
Der ist ungefährlich, der Typ. Ich gebe ihm mal, Stream-Status hier. Aber. Den mal markieren können. Suited Kings, das habe ich gesehen, die sind tatsächlich, also die hätte ich jetzt, sowas hätte ich jetzt aus Early Position früher nicht geöffnet, aber inzwischen. Ja. Gerade König 6 ist Premium gute Open. Ja? Gute Hand, ja. Okay. Woran aber auch gut, dass du die Ace Check, weiß ich nicht. König 6 suited hat irgendwie den Vorteil gegenüber König 7 und König 5 suited, dass, also beziehungsweise der Solver möchte es irgendwie immer haben, wenn du jetzt bei Preflop Solves dir anguckst, ist die König, die Suited King Hand, die immer irgendwie Open Raisen will, König 6, hat wahrscheinlich mit so Straight-Kombinationen auf 2, 3, 4, 5 irgendwie zu tun, okay. Könnte man sich denken. Also richtig genau weiß ich es nicht. Ich bezweifle auch, dass das irgendwer weiß. Das also, aber generell, ja. Es ist einfach so, König 6 will ich haben, König 7, König 8, König 5 will ich nicht haben oder so. Ja. Oder König 4. Aber generell, Suited Kings spielen sich gut. Secret Tech. Ja, ich nehme auch eine Nussecke, Flaschi. Bring bitte Nussecken mit, danke. Ist das so ein Running Gag bei euch oder holt er jetzt echt Nussecken? Ich glaube, der geht wirklich in Nussecken holen. Bring mal welche rum hier. Ja, ohne Scheiß. Franzbrötchen auch gut, ja. Das ist hier nicht so verbreitet. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Franzbrötchen? So ein aus Fett ausgebacken oder so? Ja, ist so ein Plunderteig. Also es ist einfach so ein auseinandergezogenes Croissant. Ein bisschen so, man könnte schon fast sagen, eine Art Croissant im nordischen Stil. Mit Zimt und Zucker meistens. Aber die gibt es auch in vielen verschiedenen anderen Varianten. Entweder habe ich da eine Behinderung oder das gibt es ja nicht oder ich sehe es nie oder so. Es gibt es tatsächlich nicht in allen Städten oder Bundesländern, glaube ich. Also eine Spezialität ist es, glaube ich, im Norden, okay. Hamburg und so weiter. Aber hier gibt es das auch tatsächlich. Okay. Gusko, hättest du für den Content auch mal 5 Bett blaffen können. Das ist aber beim Cash dann so für den Clip einfach. Für den Clip. So, den Freizeitspieler, den 3 bitte ich. Groß. Flopbet war zu klein, solltest du ein Sizing All-In am Turn vorbereiten. Er meint wahrscheinlich die Oberhand. Ja, ich glaube, da stimme ich nicht zu, weil wenn der Turn ein Ace ist, wollen wir nicht einfach All-In knallen. Ja, das dann, nicht. Ja, und wenn der Turn Bube ist, auch nicht. Also haben wir durchaus noch kleinere Sizings, selbst wenn wir Pot Left haben am Turn. Und ich glaube, es ist oft so. Und auch auf einem Diamond will man nicht All-In sein, obwohl das irgendwie intuitiv so sein könnte. Da will man eher nochmal klein betten. Und dann River reinstellen, weil erstmal macht es das, dass er noch ganz viele schlechtere Hände callen muss, wenn wir einen Flush haben. Und es erlaubt uns, über 3 Straßen zu bluffen, wenn wir zum Beispiel nur das Ass in Diamonds haben und noch mehr Druck ausüben. Also ich denke, weil wir am Turn sowieso wenig All-Ins haben wollen, ist das Sizing am Flop okay. Das ist auch das, was ich jetzt, also was wirklich immer so ein bisschen kontraintuitiv ist zu dem, was man früher gelernt hat. Oder als ich angefangen habe zu pokern, immer so irgendwie die Bet-Sizes so aufsplitten, dass es irgendwann reingehen kann. So, darum geht es gar nicht mehr so sehr. Es geht eigentlich mehr darum, einfach die Range des Gegners so ein bisschen mehr zu manipulieren oder generell. Ja, genau, was deine Range halt machen will. Ja, besseren Effekt zu erzielen. Ja, hier finde ich auch schwer. Turn habe ich nochmal gecallt, weil er irgendwie ein bisschen weniger als Hälfte Pot gebettet hat. Aber vielleicht muss ich da meine Hand auch schon irgendwie in den Bluff turnen. Ich weiß es nicht, weil er bettet den River so confident, obwohl eine Straße möglich ist. Naja, aber außer Ass 3 hast du ja wahrscheinlich nichts. Ja. Da würde ich auch, keine Ahnung, Ace, Queen und besser auf jeden Fall nochmal betten. Ich würde an deiner Stelle, glaube ich, Turn folden, weil deine Hand super schwer ist, sich zu verbessern. Und selbst, also auf einem King wird er dann quasi auch nicht mehr viel bluffen. Und eine 9 ist halt quasi die einzige Karte, die irgendwie ganz gut ist. Und dann steht man halt am River immer irgendwie da. Also würde ich relativ häufig Turn folden. Hier. Ich mach mal. Ich war. Vielleicht bringe ich mich in Teufelsküche, aber ich probiere es. Die Kaffeebett. Okay. Kaffeebett. Ja, eine Tasse Kaffee soll er uns kaufen, bitte, für die Dollar. Ja, wer weiß, vielleicht triggere ich ja was, aber vielleicht will ich auch gar nichts triggern. Ja, das ist jetzt, genau. Jetzt kriegst du die Quittung. Jetzt kriege ich direkt die Quittung für die Tasse Kaffee. Ja. Die Kaffee er hätte gerne 22 Tassen Kaffee von uns jetzt. Was machen wir? Ich bin auch selber schuld.
Ja gut, wer A sagt, muss auch B sagen. Ich meine, ich weiß, dass die Leute in der Lage sind, sowas zu checken. Auf der anderen Seite, Mann, ich hab's heraufbeschworen, ne? Ich hab's heraufbeschworen. Okay. Gut. Das ging schief. Das ging wirklich schief, ja. ja, ich meine, ich glaube halt, hier auf dem Pool merkt man dann schon, dass da viele Leute, gerade eben der mit seinen 8-9 suited, ne, dass sie dann anfangen, ihre starken Hände dann einfach auf dem River auch zu checken, ne? Macht ja auch absolut Sinn. Ja. Ihn. Hat ja das kann schon sein. Ja, ja. Du hast ab und zu auch mal eine 7, also macht schon Sinn. Sizing war halt sehr, sehr greedy, so einfach zweifach Pot. Ja. Ich glaube, da wird man wieder ein kleineres Sizing sehen, wenn er wirklich versucht, dich von der Buben runter zu bluffen. Vermutlich. So. Aber heute spiele ich mitgehangen, mitgefangen. Hättest du den River denn überhaupt gebettet? Oder hättest du den gecheckt? Gegen Turn, check, check, oder was? Ja, Turn gegen check, check. Ich weiß nicht, ob Turn vielleicht sogar nur ein Bett ist. River hätte ich gecheckt, tatsächlich, ja. Weil es callt ja quasi nichts Schlechteres. Mhm. Weil da müsste ja schon irgendwie mit einer 6 callen oder so. Turn, betten ist eventuell eine Option. 7, 8, 6, 8, 5, 4, 7, 4. Also da callen noch ein paar schlechtere Hände. Aber ansonsten denke ich dann check, check, River. Mhm. Soll kann, wie gesehen, im Moment 2 auf 7 raisen. Das war, weil der Gegner nur 50 Big Blinds hatte. Sonst sollte das immer größer sein, ja. Sonst raisen wir wahrscheinlich immer so auf 10 Big Blinds oder so, oder 9. Ich habe hier gerade eben auf dem River ganz bewusst klein geblufft. Scheibenkleister habe ich gar nicht gesehen. Ja, also Flop ging, das wäre auch schon mal eine Frage, so für Preflop ist halt schon die Frage. Vielleicht ja. Preflop als 3-Bet gegen Cutoff? Nee, 6 zu schlecht. Aber immer Call. Turn ist halt jetzt die Frage. Da frage ich mich halt immer, wenn er den Flop hinterher checkt, sagt er mir ja eigentlich ganz klar, Ace High oder eine 9 vielleicht oder sowas. Ja, das Problem ist, ja genau, du sagst es schon, ne? Wenn der den Flop behind checkt, hat er immer so Ace High, vielleicht eine 9, 10er Buben, 8er oder so. Das Problem ist, er hat dann nie R. Er hat nie sowas wie 6, 7 in Karo oder so, weil das kann er einfach betten und du foldest, ja? Darum ist das so eine Situation, die ich nie angreife. Okay. Und da gehe ich sehr dünn vor Welt. Wenn ich jetzt eine Queen habe, sowas wie Dame 10, dann bette ich hier am Turn jetzt einfach zweifach Pot. Weil ich weiß, ich habe immer die beste Hand und der hat immer seine scheiß Zehner oder so, immer oder eine 9, die nie foldet. Und hol mir da dann das Maximum und bluffe den Spot einfach nie. Aber psch, das sagt mir keiner. Okay, aber macht absolut Sinn. Er sollte immer Range betten und wenn die diese Range Bets skippen, haben die immer so eine mittelstarke Hand und deswegen bluffe ich dagegen nicht. So ist eigentlich die Argumentation. Ja. Und wenn, dann würde ich halt groß betten, wenn du bluffen willst. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Dann wahrscheinlich auch schon selber wieder mit einer Overbet oder leichte Overbet oder so. Ja, genau. Aber ich würde halt einfach super wenig bis gar nicht bluffen, weil du halt einfach keine Folds kriegst. Was ist denn passiert? Hat er Turn gecallt, River gefoldet, oder? Ja, Turn gecallt, River gefoldet. Ich habe am River auch sehr klein gesized dann tatsächlich. Da habe ich wirklich nur so weniger als Hälfte Pot gebettet. Ja, da foldet die 9 halt, ne? Da wird's dir geglaubt. Ja, das war meine Hoffnung im Endeffekt. Ja. Ah ja, komm, glaube ich ihm. Jan, sorry, falls schon gefragt. Spielst du denn derzeit noch Online-Poker? Wenn ja, wo und wie hoch? Ich spiele noch, aber nicht mehr auf Stars so viel, weil die Stakes über 500 No Limit ja gecancelt wurden für Deutsche und deswegen musste ich mich nach so ein bisschen anderen Optionen umsehen. Aber bin damit jetzt eigentlich ganz zufrieden und ja, spiele noch viel. Ich bin ja hier auch gecapped heute, ich kann NL 200 spielen, aber das ist für mich auch schon anspruchsvoll genug, muss ich sagen. Es ist ein anspruchsvolles Game, gerade 200 Zoom ist gut, um sich weiterzuentwickeln. 9-7-0, auch wieder close. Gegen ihn, ich glaube, Holz, also ist wahrscheinlich eh schon knapp, weiß aber nicht. Vielleicht 9-7-0 ist easy fold. Nein, easy fold. Okay, gut. Ja, alles gut. Wunderbar. Ja, ich suche mir jetzt quasi so die softesten 500 bis 1k Games auf so allen Seiten irgendwie zusammen. Und wenn ich dafür keine Zeit habe, ja, dann springe ich halt wieder zurück in 200 Zoom und kloppe ein paar Hände, so wie ich schon irgendwie immer mache und es auch immer noch Spaß macht. Und ja. Auch wenn man, wie gesagt, gerade keine Zeit hat oder so. Ne? Man kann auch mal wieder Fundamentals trainieren, ne?
Auf den ja, und man kann auch vor allen Dingen Sachen auszuprobieren. Was ich viel mache auf 200 Zoom, ist Sachen auszuprobieren, die ich dann nachher auf ein bisschen höheren Stakes dann versuche anzuwenden, ne? Wo ich mich halt, keine Ahnung, vielleicht noch nicht traue, auf meinen allerhöchsten Stakes da irgendwie so einen Gangster-Bluff auszupacken, wo ich denke, dass er gut ist, aber nicht ganz sicher bin, wie gut es gegen die Population ist, dann probiere ich das auf 200 aus. Ja. Dann mache ich da halt irgendeinen Scheiß oder so. Einfach um zu probieren, was für Reaktionen kriege ich, wie gut funktioniert das und so weiter. Und das schaue ich mir dann nachher an und übertrage das auf andere Stakes. Und wenn es was Gutes ist, dann knall ich das in meinen Gameplan rein und Danke für den Heilige. Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind. Ui, jetzt geht's aber ab hier. Mhm. 10 verschenkte Subs. Ich glaube, hier muss ich durchziehen. Obwohl das Ass wahrscheinlich keine Sub. So gute Karte ist und ihn auch schon gut treffen kann. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Ass 2, Ass 3, Ass 4, Ass 5 Kombination. Ich glaube, es ist einfach zu gut. Danke für den Sub. Jetzt auch du den bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Also ich will einen Buben rausholen. Danke für den Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Halbzeitspieler blöffen mit 10 hoch. Ist wahrscheinlich nicht die beste Ausgangssituation. Danke für den Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Er hat gecallt. Das hat nicht geklappt, gell? Du bist ja, die Handauswahl ist halt am River ein bisschen doof, weil du halt die Sachen blockst, die du rausholen willst, sowas wie Bube 10 und so weiter. Ja. Ich meine, wenn das callt, kann man jetzt wieder argumentieren, ist die Handauswahl natürlich genial. Auch du bist jetzt ein Teil des Aber, also, Turn würde ich wahrscheinlich auch einfach heftig overbluffen, weil ich denke, sowas wie eine 5, eine 2, Pocket Pair foldet immer. Danke. Und dann würde ich den River einfach aufgeben, weil ich glaube, am Turn ist seine Range schon so stark, dass die am River keine Folds mehr beinhaltet. Flushes, ein Ass foldet nie auf die Barrel. Ein Bube vielleicht, aber alles, was wir jetzt ein Teil des accomplishen wollten, haben wir quasi schon am Turn geschafft. Ja. Und man ist ja halt natürlich auch super viel zu weit unterwegs, wenn man jetzt 10-9 in der Range hat, was man da weiter ballert. Und am River sind halt die Blocker ein bisschen doof. Da hätte man gerne einen Peak und eher so kleine Karten, anstatt so die mittleren Karten, wo wir sagen, okay, Bube 10, Bube 9 wollen wir rausfolden oder sowas wie Bube Dame. Dann wollen wir diese Hände oder diese Karten nicht bei uns haben. Ja. Wenn es geht. So, Blind Battle, Queen Jack gegen Big Blind. Top gut. Nom. Sizing bin ich immer ein bisschen lost. Blind versus Blind. Ich fange einfach mit dem Standard-Sizing an. Turn ist natürlich wesentlich besser. Ja. Ich glaube, ich bette einfach weiter. Vielleicht ist hier auch ein Check ganz gut. Vielleicht Turn ja, wieder checken. Checkt sehr gut, weil ja, kann ja nichts mehr passieren und wenn du halt quasi eine Hand checken willst, dann ist es die, die halt auch eine Dame blockt, weil das sind ja seine Calldowns. Wenn er so drei Straßen callt, braucht er immer eine Dame oder einen Buben und wenn du alles hast, ist es halt schwierig für ihn irgendwas zu haben und du willst ja sowas wie kleine Flushes oder so, vielleicht auch einfach die Freecard geben, dass sie zum River kommen oder sowas wie 8, 9, 9, 10, was am Turn öfter foldet auf eine große Bet, die Chance geben zu bluffen oder halt einen River zu sehen. Ja, ich denke, das und Pocket Queens ist so die beste Hand zum Checken. Check. Und, das kommt ja noch dazu, wenn du jetzt quasi einen Bluff hast und klein gebettet hast am Flop, dann willst du den Buben ja vielleicht nicht so oft bluffen, weil das ist ja auf jeden Fall eine Hand, die immer in seiner Calling Range irgendwie vertreten ist. Ja. Also hat ja oft Trips am Turn. Mhm. Ja, finde ich auch gut, trotz der Bubis einfach Range zu betten. Da nicht anfangen rumzuchecken. Ja, genau. Ich fange einfach immer. Also im Zweifelsfall lieber Drittel-Pot-Betten als. Immer. Das gilt auch so über alle Stakes. So im Zweifel würde ich halt immer Drittel-Pot-Betten, wenn ich nicht genau weiß, was ich machen will mit meiner Hand. Ja. Und das funktioniert super. Jan, wie viel Lust und Zeit hast du noch? Ja, klar. Noch? Machen wir weiter? Wir können noch ein bisschen weitermachen. Sehr gut, weil dann mache ich eine kurze Pause, hol mal schnell mal was zu trinken. Ich fülle ja, mach meine, mal meine Trinkflasche auf. Gehen wir gerade auf Sit Out Next Blind. Sit Out Next. Bam, Oida. Macht mir auch irgendwas, ist auch bestimmt aus der Community. Dann machen wir eine kurze Pipi-Pause, beziehungsweise Trinkpause und sind gleich wieder da, Chat. Und dann könnt ihr gerne auch eure Fragen nochmal reinballern. Vielleicht ist ja irgendwas untergegangen oder nicht beantwortet worden oder ihr fühlt euch nicht gesehen oder gehört. Erstmal CR King, vielen Dank für deine 10 verschenkten Subs. Vielen, vielen Dank, du ballerst hier raus. Unfassbar, du gönnst. Danke dir.
Ja, ich würde sagen, kurze Pause, 5 Minuten. Du darfst dir jetzt einen Pausenclip aussuchen, Jan. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 64. Oh, zwischen 1 und 64, dann nehme ich ganz klar die 8. Die 8. Die 8, die lacht. Ja. Okay, ist ein älterer Clip. Bestimmt witzig. Okay, bis gleich, Jan. Ich bin gleich wieder da. Jo, bis gleich. Ich glaube, wir stellen einfach rein. Wir stellen rein. Oha. Er snapcallt, er callt auch. Jetzt Triple Bounty Option mit Boom, Leute. Boom in den Chat! Boom in den Chat! Oh oh. Und die 10. Und die 10. Da ist die 10. Und wir haben wieder mal Asse und Könige ausgezackt und kassieren alle Bounties mit Buben. Alter, Triple K.O. Get out. Aces Kings, get out. Ersten Aces des Tages. Sollen wir die Krokodilen? Na klar, machen wir Kroko. Kroko mit Aces im Hot 440. Schön nur geflattet. Pass mal auf. Pass mal auf. Oh, scheiße, dreimal Karo. Okay, das ist. Das könnte nach hinten losgehen, Freunde. Das könnte richtig krass nach hinten losgehen. Aber es checken alle, das ist gut. Wenn alle checken, ist das gut. Dann werden wir jetzt erstmal klein andrücken, würde ich sagen. Also klein andrücken hier. Weil wir wollen nicht zu viel committen und wir wollen den Gegner noch Raum geben für Ideen. Ah ja, checkpusht. Jetzt müssen wir natürlich callen. Hoffen wir, dass er keinen Flush gefloppt hat. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit... ich glaube, wir müssen folden, Leute. Ja, müssen wir folden. Folden wir Aces. Er hat den Flush gefloppt. Hat er einfach den Flush gefloppt? Habt ihr diesen Fold gesehen? Habt ihr diesen Fold gesehen? Wie ich einfach eiskalt die Asse entsorgt habe. $60 Nut... $70 Nut Flush Draw, Leute. $70 Nut Flush Draw. Das wird nice. Bad Call auf jeden Fall. Das spielt bestimmt Checkpush. Ja, wir snappen das. Komm. Komm. Pick. Mach Pick. Ass ist da. Und die 3. Nein, nicht den König. Alter. $70 Bounty. Wirklich, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Oh. Oh, Poggers. Poggers. Das wird ein Slow Roll, Leute. Das Slow Roll, Mann, Starsnuts. Das wird der absolute Starsnuts Slow Roll, den die Welt je gesehen hat. Das wird der geilste Starsnuts Slow Roll. Jetzt werde ich sie alle so richtig eiskalt abrasieren mit Starsnuts. Es ist gar keine Frage, dass Starsnuts hier kommt. 9 ist da. 5, 6, 7, 8, 9. Scheiße. Okay. Hätte ein guter Clip werden können. Perfekt. Geil. I love it. I love it when this happens. This is the best. All in. Oh, muss ich callen. Er glaubt nicht, dass wir Jacks haben. Er glaubt nicht, dass wir Jacks haben. Bube. Das war's, ich bin raus. Oh, Mega-Bounty-Option hier. 81 Cent Bounty. Alter, hier geht's ja ab. Das könnte ein Mega-Bounty werden hier. Leute, zieht euch das mal rein, bitte. Jack ist da. Jack ist da. Schick in diese Chips, alle zu Papa. Bam, bam, bam. Triple K.O. Ja, jetzt spielen wir gegen 2, Leute. Das ist nicht das beste Ausgangsszenario. Aber was sollen wir machen, ne? Sollen wir einfach ein Overbet-Push machen? Dame oder Bube Call D? Das ist ein massiver Overbet, aber wir wollen eigentlich keine Turnkarte mehr zulassen. Wir wollen ihn nicht drawen lassen hier. Deswegen, wenn jemand eine Dame hat, callt er. Wenn er eine bessere Hand hat, callt er auch. Da können wir eh nichts dran ändern. Oh Gott, das ist schon nicht gut. Jetzt callen beide. Er hat Queen Jack, er hat Queen 9. Und jetzt hätte ich gerne die 2. Ja! Da ist die 2! Ja, Mann! Siehst du, ich kann es wieder. Ich kann wieder rufen. Ich habe ein Mojo back. No. What? How is that possible? I just timed out in the tens. What the fuck? That sucks. Wow, what a fold. What a fold with the tens. No. Oh, hell no. No. Shit. This is like, oh my god. Oha, triple me up. Come on, triple me up. Triple me up with the King Jack. Let's go. Come on. Wow, put a 9 out there. Put a 9 out there, I said. Yep, that works. So, Jan und ich wieder zurück aus der Pause. Das ging schneller als gedacht. Und eine Runde zocken wir noch, ne? Ja. Halbe Stunde oder so, dachte ich. Ja, genau. Ich habe ja noch diese 100 Hände, die ich hier voll machen kann. Die mache ich jetzt noch voll auf meinem Leaderboard, auf meinem Ding. Ja, genau. Da einfach das Leaderboard hin für 1,5k und dann reiten wir in den Sonnenuntergang.
Genau so sieht's aus. Dann bye bye, folks. See you next time. Ich bin bald nochmal da, Pitti Berli. Dann machen wir einfach alles nochmal genauso wie heute. Alles nochmal von vorn. Denke ich ein Foto. Jobba. Fünf suited im Big Blind. Jobba. Also bei Hyper Total KOs schalten die Leute komplett ihr Hirn ab. Nicht nur da. Nicht nur da, Gene. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Cash Game macht durstig. Ja, stimmt. Ja, jetzt haben wir einen Spot, den finde ich spannend. Potenzieller 4-Bet-Bluff vielleicht. Gegen Big Blind. Weiß ich nicht. Ich werde es jetzt erstmal folden. Ist natürlich ein Regular, wird wahrscheinlich auch eine weite 3-Betting-Range haben. Welche Kandidaten nimmt man hier am besten für ein 4-Bet? Am besten nimmst du so Hände wie Ass 10 O, König 9 suited oder Dame 8 suited. Haben alle so ihre kleinen Vorteile. Bei Ass 10 O hast du erstmal einen Blocker zu den Händen, die am meisten jammen. Aces, Ass König. Mhm. Und er callt schlechtere Hände, die du dominiert hast. Sowas wie Dame 10 suited, Bube 10 suited, 10 9 suited und so weiter. Darum ist das ein geiler 4-Bet-Bluff. Ah, okay. Und ein bisschen schlechterer Call, weil Ass 10 ist nicht so pretty, nicht so schön, nicht so hübsch. Mhm. König 9 suited ist halt suited, kann ein bisschen straights machen und das Ding ist, wenn du mit König 9 suited eine Straße machst, auf Bube, Dame 10, ja, musst du gerade echt nochmal überlegen, dann läufst du nie gegen Ass-König, weil Ass-König ja immer pre-all-in geht. Das heißt, das ist super geil, es ist suited, es hat wieder den Blocker mit dem König dabei, also willst du immer, bei Fehlbett Blast willst du immer irgendwelche Blocker haben, zu den Händen, die all-in gehen und die noch ein bisschen was Logisches für sich sprechen haben. Also suited ist geil, wenn es zu schlecht zu callen ist, zum Beispiel König 9, Dame 8 suited ist, glaube ich, jetzt so ein Ticken zu schlecht zu callen. So Dame 10 suited wäre wieder ein easy call einfach, müssen wir nicht bluffen. Ja, solche Hände, das sind so die Premium-Bluffs. Ass 10 O, König 9 suited, Dame 8 suited. Mhm. Ein bisschen King Jack O kann man machen, ein bisschen Ace Queen O für die Blocker kann man auch machen. Das sind so die Standardsachen. Eigentlich ist wieder ganz einfach. Was will man für Hände 4 Bett bluffen? Ja, die Hände, die die Hände blocken, die all-in gehen. So, dass man noch einen Flop sehen kann. Ah. Und danke, die dann eben wirklich noch auch du bist jetzt Equity ein Teil des Grind. Ja, also wie gesagt, viel ist logisch, aber es ist halt schwierig, da von selbst oft irgendwie so hinterzusteigen, warum die Sachen so sind. Ja. Wenn das einmal jemand erklärt, dann also sitze ich auch ganz oft vorm Computer oder vorm Screen und denke mir, das ist ja total einfach. Wieso bin ich Idiot da nicht selber drauf gekommen? Genau. Von da an muss man es nie wieder. Aber es muss ja halt erstmal jemand sagen. Das stimmt. Ein Drittel Pots, egal ob In-Position, Out-of-Position, egal ob SRP oder 3-Bet-Pot, nein, auf gar keinen Fall. Egal ob Trocken und nein, kannst du dem Thema der Bets noch etwas genauer eingehen. Schön, dass ihr noch weitermacht, ihr beiden. Also das ist unterschiedlich. 3-Bet-Pot, oft ein Drittel gut. In-Position kannst du eigentlich in 3-Bet-Pot immer ein Drittel betten, ohne dass es irgendwie jemals schwierig wird oder jemals schlecht sein kann. Out-of-Position gibt es auch andere Ansätze. Man kann auch groß betten in 3-Bet-Pots. Das kann man nicht so generalisieren. Das kommt ein bisschen auf die Flop-Textur an, wer die ganzen starken Hände hat, wer auch viele starke Hände im Verlauf aller Boards macht. Das kann ich so nicht beantworten, ohne hier einen 3-Jahres-Vortrag davon zu machen. Das ist wirklich, aber sowas wird zum Beispiel im Cashgame-Kurs erklärt. Genau da erklären wir Sachen, wann man groß bettet, wann man klein bettet, wieso, warum, was für Konzepte es zu beachten gibt und wie man die auch selber für sich in-game identifizieren kann, ohne dass man viel nachdenken muss. Auch so wird es eigentlich ein Cashgame im Chat, Leute. Hier. Ich habe Flop gecheckt, dann habe ich auch nochmal gecheckt. Ich denke, er hat weder eine Buben, vielleicht eine 8, aber die würde er jetzt nicht mehr betten. Und wenn er jetzt overbettet, dann hat er eine Dame oder einen Bluff. In den Teufelsküche gekommen. Vielleicht könnte er sowas bluffen wie König 10, aber es blufft er vielleicht auf dem Flop schon. Blocke ich irgendwelche Bluffs? Naja, Backdoor Flush Draws blocke ich. Das ist halt nicht so schön. Auf der anderen Seite sind weniger Kombinationen Dame, aber er müsste halt genau die Dame haben. Er weiß, dass ich keine habe. Weil es ein Blind Battle ist, gehe ich für den Call. Ja, gierig. Gierig. Gieriges Riversizing. Ja. Hat gewirkt. Flop ging check, check. Okay. Turn ging auch check, check tatsächlich. Nee, Turn nicht. Achso, Entschuldigung, ich habe gecheckt. Also er hat gebettet. Ja, ja. Ja, genau. Da ist halt die Frage hier.
Ja, ich würde den River, also keine Ahnung. Klar ist das irgendwie theoretisch wahrscheinlich irgendwo ein Call. Aber dann fragt man sich ja, was müssen die Leute jetzt, was findet er für Bluffs am River, die super natural, also die super natürlich sind, die ihn anschreien, sagen, bitte, bitte, bitte bluff mich. Ja. Und König 10 hat schon Gutshot am Flop, das wird da ziemlich oft bluffen. Das stimmt. Dann will er vielleicht irgendwas haben, so König 9, aber du hast eine 9. Wenn er die 9 in Karo hat, sowas wie Ass 9, dann will er, glaube ich, nicht bluffen. Also es ist irgendwie vermutlich einfach eine schlechtere Combo, um den River zu catchen. Mhm. Und es ist halt wieder die River Overbet. Ich wette, wenn der einen Buben hat oder irgendeinen Bluff, dann ist es halt wieder drei Viertel und nicht wieder Overbet. Genau. Das ist halt wieder so ein kleiner... Na, also ich will ja auch niemandem irgendwie was unterstellen. Vielleicht hat er auch super seine Ranges irgendwie total im Griff und kommt dann mit der perfekten Bluff-to-Value-Ratio um die Ecke. Ja. Ich würde es aber zumindest bezweifeln wollen. Dann gibt es auch Gruppencoachings. Ja, wenn ihr eine Gruppe seid, die das für die sich zusammenschließt und das okay ist, dass ihr dann in der Gruppe auftaucht, es wird halt viel schwieriger, auf den Einzelnen einzugehen in so Gruppencoachings. Ich habe noch nie eins aufgezogen, aber wenn ihr eine gute Idee habt, muss man einfach mal drüber sprechen. Meine Kontaktdaten sind auf der Razor Edge Seite. Schlagt mir mal was vor, was ihr vorhabt und warum ihr denkt, dass das eine gute Idee wäre und wenn wir da zu demselben Entschluss kommen, dann wieso nicht? Das ist eh besser, wenn man es so macht, als wenn man irgendwie sagt, hey, ich mache jetzt eine inhomogene, ich coache jetzt eine inhomogene Gruppe. Also wenn es eine Gruppe von Leuten sich zusammenfindet, die auf sowas Bock hat, dann mache ich das auch sehr gerne. Ja, aber bei so kommt darauf an, was die machen wollen. So, wenn die alle im Einzelnen irgendwie jetzt sehr viel besser werden wollen, dann denke ich, ist es nicht das Optimale. Mhm. Wenn die aber als Gruppe eh zusammen lernen und sagen, hey, wir gönnen uns mal ein, zwei Sessions, um mal so generelle Dinge anzusprechen oder generell, was wir halt als Gruppe machen, dann hat das auf jeden Fall Sinn. Ja. Okay, gegen einen 3,5x Open aus dem Button, gegen einen 30 Big Blind Stack. Mhm. Glaube auch, sonst foldet man das immer. Auch sonst immer ein Folden. Ja, König Arthur ist schon... Geht ins Klo. Gerade eben gab es noch einen Spot, den. Ich glaube, der ist auch relativ. Da habe ich Dame 10 suited geraced. Gab einen Call von einem Freizeitspieler, der auch short-stacked war. Warte mal. Ja. Ja. Und er squeezed relativ groß. Ich denke, hier eine Defending Range, überhaupt eine Calling Range zu haben, weiß ich nicht, macht das Sinn? Callt man hier noch? Aces würde ich callen. Ja, Aces auf jeden Fall, ja. Knallt der Gummi vielleicht drüber und dann. Das Schöne ist an dieser Hand, der Rack wird dich niemals bluffen, Mr. Welchgas. Ja. Weil der Fisch protected dich, also der beschützt dich dafür, hier geblufft zu werden, weil er gegen den Fisch ja committed ist. Genau. Das heißt, der wird hier niemals mit 4-5 suited auftauchen, weil der Fisch hier einfach seine 7er reinknallt, also könnte er sein, und dann ist er in einem Kackspot. Ja. So. Also der kommt hier nie mit irgendeinem Scheiß um die Ecke und hat hier immer einfach eine gute Hand. Deswegen kann man hier einfach super viel folden, in dem Wissen, dass man nie geblufft wird. Das ist ein super netter Spot. Also wenn Fische in der Hand sind und Regulars drehen pre am Rad, dann ist es immer eine beschützte Range quasi und dann kannst du halt immer folden. Mhm. Jetzt hätten wir mal einen Suited King, aber King 3 Suited. Ja. Schafft's nicht ganz. Schafft's nicht ganz. King, ja. King 10, also was hast du gesagt? King 10, King 9 Suited? König 9 Suited, ja. König 10 ist schon wieder ein ganz guter Call. König 9 Suited, King Jack off, Dame 8 Suited, Ass 10 off, das sind so die Kandidaten. Passiver Defend mit einem Suited King am Button gegen eine 3-Bet? Wäre das eine Option? Oder auch nochmal, bitte. Also jetzt einfach zu callen mit King 3 suited. Nee, würde ich nicht. Nein, nein. Ich glaube, es ist zu loose. Mhm. Und auch, wie gesagt, also die 200 Leute werden das ein bisschen besser machen, aber generell so Big Blind 3-Bets, die könnten ja auch callen einfach und das nagt immer ein bisschen an den Bluff 3-Bets, die werden dann gerne mal vergessen. Und dann wird einfach die ganzen Bluffs werden halt einfach gecallt, weil das gute Calling-Hände sind und die ganzen Nuts werden immer gedreibettet. Und dann würde ich gerade gegen den Big Blind sehr vorsichtig sein. Am Button ist ein bisschen was anderes, aber wenn man jetzt in Early Position ist, boah, da würde ich halt wirklich sehr, sehr viel wegfolden. Schuldig, genau dessen, was du gerade gesagt hast, das ist genau dasselbe Prinzip. Ich dreibett zu wenig aus dem Big Blind. Das ist auch was Ben beim Pokerbeast-Kurs nochmal bemängelt. Das ist super, super einfach, da zu wenig zu drei Wetten. Ja, weil man halt einfach, man kommt halt diesen Flow rein, man ist ja, komm, ist ja eh ein Defend, ist ja eh nur ein Call. Warum bluffen, ist doch Call. Kurzfristig macht man sich einfacher, wie so mit allen Sachen im Leben. Kurzfristig macht man sich einfacher, langfristig macht man sich schwieriger. Ja.
So, 3-Bet Ace Queen. Ja, hier wäre jetzt auch die Frage, wenn er 4 bettet, dann wahrscheinlich einfach Call. Ja, in den Positionen denke ich schon. In tighteren Positionen des Ace Queen würde ich dann einfach folden, aber ja. Sowas wie Button gegen Cutoff, Small Blind, Big Blind, Button, Small Blind, Big Blind, so, das sind so die Positionen, wo man Ace Queen oft dann einfach callen muss. Und ich 3-Bet jetzt nur, weil ey, markierter Freizeitspieler, ob es so ist, weiß ich nicht. Aber wäre normalerweise jetzt auch ein Fold für mich. Wir haben ja vorhin schon gesprochen. Also in der Position wahrscheinlich eher noch ein Fold. Am Button kann ich es mir vielleicht eher noch erlauben, denke ich mir. Nicht die beste 3-Bet. Okay, bevor ich checke, lieber betten. Immer Drittel Pot. Kein gutes Board. Also ich will nicht hinterher checken und dann irgendwie in einen Spot kommen auf Turn oder River. Und es gibt ja bestimmt noch schlechte Ränder, die callen. Neuner callen einmal. Bube 10 callt einmal. König 10 suited vielleicht. Genau, lieber immer betten, anstatt zu checken. Die Hand sagt jetzt quasi, oh, bitte nicht, bitte nicht. Ja, aber das macht dir das Leben so einfach. Du nimmst dann Turn einfach die freie Karte. Und genau. Am River sagt er dir quasi, was er hat. So. Ja. Und dann kannst du immer entscheiden, was du machen möchtest, und du bringst dich nie in diesen blöden Bluff-Catching-Spot mit Second Pair und ich habe ja nie eine bessere Hand und so weiter. Da will man nie drin sein, das will man immer vermeiden. Pre ist allerdings sehr, sehr loose, aber gegen den Freizeitspieler das einfach zu machen, weil man auch einfach mehr Pötte gewinnt, als man sollte, weil die callen ja auch mit Händen sowas wie Dreier, was sie nicht machen sollten, oder Zweier oder 7-5 suited oder so und folden dann immer am Flop. Das macht die ganze Sache dann halt sehr viel besser. Darum ist es okay, wenn man Preflop da dann ein bisschen zu weit unterwegs ist. Frage, ich denke, voll, weil er einfach eine unfassbar weite Range haben wird und ich glaube, den Turn werde ich deswegen auch nochmal checken. Der River ist natürlich eine Spaßkarte. Viel hat er nicht. Bet klein. Die Value von einer 6. Ja, vielleicht hat er eine 6, vielleicht hat er King High. Vielleicht gibt er mir Bastel Flush Draw. Vielleicht kann ich auch groß betten. Soll ich sogar fast Pot betten. Ein Ass wird er nicht haben, denke ich. Das bettet immer einen Turn. Also hat er irgendwas, was Hero Calls. Vielleicht hätte ich sogar overbetten können. Ich weiß es nicht. Als Faustregel ist dafür immer, du solltest so sizen, dass, also du solltest die schlechteste Hand in deiner Range raussuchen, die noch Value betten möchte. Und was die betten will, das solltest du für deine ganze Range nehmen. Also wenn du sagst, ich bette hier meine 6 auch, dann würde ich meine ganze Range einfach klein sizen. Ne? 6 will 33% betten oder so. Dann würde ich alles klein betten. Weil dann hast du auch das, dann hast du auch nie das Problem, dass du klein bettest und geraced wirst und dann, ich habe aber immer eine 6 und nie ein Full, weil ein Full size ich groß. Ja, das ist auch dasselbe, warum ich dann immer so mit diesem einen Sizing das gerne habe. Aber wenn du sagst, ich bette hier nur irgendwie meine besten Bluffs, sowas wie, keine Ahnung, 7-5 oder so, und dann meine Trips, dann kann man ein großes Sizing nehmen. Das geht auch. Aber das man muss sich halt nur darüber klar werden, was man machen möchte. Ja, aber die Faustregel ist super. Nimmst dir einfach die schwächste Hand, die du noch Value-Band willst, und dann nimmst du das Sizing, was die Hand die ganze machen Range, möchte. Aber wenn er natürlich einen Neuner wegcallt für ein großes Sizing, dann ist es wahrscheinlich besser, eher groß zu betten. Ja. Obwohl ich sogar fast erwartet hätte, dass der Neuner nochmal selber bettet auf dem Turn. Finde ich sogar. Ja, finde ich auch besser, aber. Hätte ich auch fast so gesagt. Aber er möchte, aber das ist halt wieder diese Situation. Ne? Er checkt jetzt wieder Turn. Und am River steht er wieder in diesem Bluff-Catching-Spot. Er sieht, dass ein Flush-Draw brickt, er sieht, dass 7-5 brickt, 7-8. Ja, dann wird halt gecallt und immer verloren. Ja. Oder jetzt, häufig. Als Spieler habe ich jetzt nochmal gedreibettet mit dem 50-BB-Stack. Muss natürlich gegen den Jam folden, leider. Schade. Das ist schon spannend. Die Basic-Aggression macht einfach so vieles so viel leichter, ne? Es ist echt krass. Ja, ja. Wie gesagt, wenn man weiß, was man tut, dann ist es eigentlich ein echt einfaches Spiel. Aber da erstmal hinzukommen, ist natürlich schwierig. Ja. Aber das ist halt auch der Sinn dann von Coachings oder so. Da versucht man immer, ja, viel Selbstbewusstsein zu vermitteln. Die Leute wissen, was sie tun und dann. Also, Pocket Pairs im 4-Bet Pot. Das Sizing war so klein, da muss ich einmal callen, denke ich. Und leider muss ich den Flop dann wohl folden.
Gut, ich bin halt noch vorne gegen Ace King oder auch gegen Ace 10. Er wird hier sicherlich auch eine weite 4-Betting-Range haben in dem Spot-Button gegen Small Blind, gegen Big Blind. Und ich bin gegen einige seiner Bluffs noch vorne, aber ich meine, wie soll ich es weiterspielen? Bringt ja nichts. Genau, die bluffen dich halt eh immer raus irgendwann. Ja, genau. Und dann steht man da. Ja, ja, genau. Aber alles, was du deinem Small Blind 3-bettest, was so suited ist und so, wird dann gegen die Cold 4-Bet vom Big Blind eigentlich auch gecallt. Ja. Es sei denn, du hast jetzt so super Grütze oder so. Sowas wie, die ganzen Offsuit-Hände werden natürlich gefoldet. Mhm. Und sowas wie, wenn du mal so einen König 8 suited einstreust, das wird auch gefoldet. Pairs auf keinen Fall und auch kein suited Ace, kein suited Broadway, das wird alles nicht gefoldet. Ja. Also das ist schon genau richtig so. Gut, ich tue mich schon mit dem Cash Game viel, viel leichter jetzt, aber ich muss noch durchgucken, dass ich das Ganze nicht wieder aufs MTT-Poker übertrage mit den Folds von diesen Offsuit-Connected Händen. Ja. Das sind immer genau die Hände, von denen Ben dann immer sagt, ja, komm, die können wir ganz gut callen, weil Board Coverage und dann Board Card Removal ist dann nicht so krass und du kannst mehr Straßen machen und. Ja, ja, aber es ist ja wieder eine ganz andere Situation dann auch wieder, ne? Und mit Ante noch dazu und so. Aber Ass 9 ist wahrscheinlich hier aus der Position auch ein bisschen zu früh. Ja. Also, kann man machen. Es ist keine Katastrophe, das zu open-raisen. Ja, ja. Wenn man sich in Preflop-Chart irgendwie mal anguckt, dann ist es wahrscheinlich kein Open-Raise. Mhm. So, gegen Dennis am Button. Dame 6 suited verteidigt. Flop ist gut. Top-Pair, Backdoor-Flush-Draw, Backdoor-Straight-Draw. Wir geben einen klaren Check-Call auf dem Flop. Turn ist natürlich ziemlich nice. Wird er wahrscheinlich auch oft dran vorbeirauschen. Mit seinen King Highs. Ich weiß nicht, ob das eine Range-Bet am. Doch, sollte wahrscheinlich ein Range-Bet sein, wenn Top-Karte und Bottom-Karte so ein großes Gap haben. Okay. Würde ich hier irgendwie. Das ist eine Karte, die vielleicht für ihn besser ist. Vielleicht gehe ich hier tatsächlich einfach noch in den Check. Lass ihn betten. Ich glaube, alles, was schlechter als eine Dame ist, wird eh nicht callen. Eine Dame bettet eigentlich eher den Turn. Ja, ich denke, der Check am River ist ganz gut. Man kann auch ein sehr großes Sizing hier spielen, weil Bluffs willst du ja auch irgendwie haben. Mhm. Jetzt hat er einfach Range gebettet am Flop und eine 5 down gecheckt. Das ist okay, ist ein bisschen unlucky, aber die callt halt auch eh nicht. Ja. Und der König im River, wenn du zweimal checkst, der wird halt auch einfach gnadenlos overblufft. Also schon ein sehr guter River-Check von dir, finde ich. Die Idee ist gut. Okay. Auch ein Ace würde ich immer checken. Ja. Ja. Und sonst alle anderen Karten wahrscheinlich eher betten. Gut, dann hat er unter den Showdown Value und nimmt ihn. Aber deine Intuition geht auch immer so in die richtige Richtung. Also es ist viel mit Logik und naja, es ist ja nicht so, als ob wir hier nebenbei eine Solver aufmachen und jeden Spot irgendwie zu Tode studieren und dann irgendwie das versuchen abzuliefern. Ist ja eigentlich nur Logik. Ist eigentlich nur wir benutzen nur unsere Pokerköpfe und versuchen uns das logisch zu erschließen. Und damit kommt man eigentlich schon sehr, sehr weit. Das stimmt, wenn man halt wirklich in tief drin ist. Und das fällt mir zum Beispiel, also mir fällt das sehr leicht, wenn ich einen, deswegen spiele ich an den Cash Game Tuesdays, habe ich mir das auch vorgenommen, immer nur diesen einen Tisch zu spielen. Gerade mit Stream und so weiter sowieso. Aber ich glaube, das wäre für mich auch gar nicht so sehr möglich, wenn ich jetzt multitablen würde. Also dieses One-Tabling ist da schon mal, also Zoom-One-Tabling spezifisch, hilft schon extrem, dass man in so einen Flow reinkommt, dass du einfach die Logik walten lässt. Ne? Ja. Ist schon krass. Das kann man schon gut nutzen. Ja, jetzt kann er doch mal reinstellen. Jetzt darf er gerne reinballern. Schön. Ach, ist der Gummi. Gummi von eben. Ja, bitte. Gehen Sie doch. Bitte gehen Sie all in. Schade. Ah, gegen Mr. Gusko auch noch keine Hand gezockt, ne? Jetzt aber vielleicht. Auch das schlechteste Ass, was ich öffnen würde, ja, natürlich. Mhm. Aber muss ich gegen eine 3-Bet dann wahrscheinlich auch folden. Könnte ich for the Content 4-Bet blöffen. Oh, wir bekommen ein Raid von Olli. Da ist er. Hola. Moin. Ey, Leute, wir spielen gerade Cash Game. Was ganz anderes als das, was ihr gewohnt seid. Ich hier call mit King Jack. Olli, ich weiß nicht, ob du gerne Cash gespielt hast oder ob du... Hast du Cash gedealt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euer Stream war cool. Ich glaube, ihr habt... was habt ihr gemacht? Ihr habt neue Glasschnelle. Olli wurde ins Auto eingebrochen. Schön Glasscheibe kaputt geschlagen. Ich hoffe, du hast jetzt eine neue Glasscheibe bekommen. So, check. Ja, gut. Ich meine, ich habe Showdown Value. Ich weiß nicht, ob ich hier King High bluffen muss, soll, kann. Er wird wahrscheinlich auch viel Ace High haben. Jetzt checke ich und verliere gegen Ace High. Ich muss wahrscheinlich aber schon am Flop anfangen zu betten, wenn er checkt.
Ja, irgendwo würde ich die Hand auf jeden Fall versuchen zu bluffen, ja, ne? Weil am Showdown gewinnst du sie nie. Ja. Also da, also es gibt durchaus auch Spieler, die da irgendwie, keine Ahnung, manchmal 10 hoch runter checken. Aber generell, irgendwo muss man anfangen zu betten. Ich würde am Flop anfangen. Okay. Ja. Ganz kurz, weil so viele Leute dazu kommen. Ich mache nochmal ganz kurz, wir sind gerade in den letzten Händen unserer Cash-Game-Session. Herzlich willkommen an alle, die von Olli hier rüberkommen. Das sind viele, viele Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Olli und ich, wir haben ja schon viel gepokert zusammen, aber immer nur Turniere. Cash-Game ist natürlich eine ganz andere Disziplin. Falls ihr euch für Poker interessiert, freue ich mich natürlich sehr. Ich habe einen Gast am Start, das ist der liebe Jan, aka Cold Smile. Ist ein renommierter Cash-Game-Profi und Cash-Game-Coach, der für Raise Your Edge unter anderem aktiv ist, und Raise Your Edge ist ein Kurssystem, mit dem wir kooperieren, von einigen der besten, der weltbesten Online-Pokerspielern, Online- und Live-Pokerspielern, die es gibt. Und ja, wir machen gerade eine Coaching-Session. Ich komme in den Genuss hier vom Jan mal unter die Fittiche genommen zu werden. Quasi ein riesiges Gruppencoaching. Den Chat nehmen wir auch noch immer mit. Ja, das stimmt. Kann auch jede Menge Fragen. Das ist schon ganz cool. Und wenn ihr von mir seid, also wenn ihr nicht von Olli rüberkommt, erstmal herzlich willkommen an alle, die von Olli rüberschauen. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt ruhig einfach. Ansonsten lasst dem Olli auf jeden Fall ein Follow da. Das ist ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr dazu zu sagen. Wir sind noch in der letzten Phase, spielen unsere letzten 35 Hände hier. Wir spielen NL 200, also die Blinds liegen bei 1 Dollar, 2 Dollar, und wir kaufen uns ein mit einem Stack von 200 Dollar. Wir sind aktuell 220 Dollar in den Miesen. Und wir waren zeitweise auch mal leicht im Plus. Mit Schwankungen hier. Okay, ich habe einen Gutshot mit einer Overcard. Ich werde betten, Drittel Pot. Weiß nicht, ob man hier auf so einem Board größeres Sizing verwenden sollte. Ich denke, Einfach klein. Wie gesagt. Und wenn man unsicher ist, sowieso immer erstmal klein betten und dann evaluieren. Ja. So würde ich es machen. In der Dame 6 kann man den Turn leaden. Theoretisch ja. Ich denke aber, es ist zu kompliziert, sich da eine Leading Range zusammenzubasteln, die halt auch Bluffs hat. Vor allen Dingen wollen nicht alle Hände irgendwie immer leaden. Und dann wird es sehr, sehr schwierig. Darum würde ich einfach ohne Donkbets, ohne Leads spielen. Bin ich hier im falschen Stream gelandet? Was spielen um das Ganze zu vereinfachen, um mich nie in diese Situation zu bringen, dass ich nicht genau weiß, was ich tue. Weil je öfter man weiß oder je genauer man weiß, was man eigentlich tut, was für Hände man in der Range hat und welche man eben nicht hat, desto weniger Fehler kann man machen. Ich denke, so eine Leading Range kann man auch ganz, ganz leicht verbauen. Darum würde ich es einfach nicht machen. Mhm. Aber ja, in der Theorie ist es möglich. Hey Thomas, danke dir für den Stufe 2 Resub. 35 Monate, vielen, vielen Dank. Ich habe gerade ein etwas loseres Play gemacht. Ich weiß nicht, ob die. Habe ich gesehen. Ich habe geöffnet und tatsächlich auch die 3-Bet gecallt gegen den Freizeitspieler, um in Position einen Pot zu spielen. Gegen Half-Pot habe ich dann allerdings gefoldet, obwohl ich natürlich die besten Backdoors habe. Ne? Vielleicht wäre es hier tatsächlich einmal gut gewesen zu callen. Ja, ich denke, Pre ist ein bisschen loose. Ich würde vielleicht so 10-8 callen. Gegen den Freizeitspieler immer ein bisschen mehr callen ist super. Weil man ja viel besser seine Equity realisiert, weil man viel mehr Turns sehen darf, weil. Und man auch viel mehr River-Karten sehen darf. Also man sieht viel öfter alle 5 Karten gegen einen Freizeitspieler. Das ist natürlich immer gut. Aber 10-7 ist, glaube ich, ein bisschen los. Und Turn würde ich, Flop würde ich auch einfach folden. Mhm. River ist natürlich nicht schön. Backdoor Flush kommt an. Ich meine, von was will ich Calls? Wahrscheinlich irgendwie so 2-Pair. Die vielleicht den Flop gecheckt hat. 7-6 oder sowas, den Flop gecheckt hat. Ja. Und die Frage ist ja, was willst du bluffen für das Sizing? Also muss er irgendeine Bube X-Hand wahrscheinlich genauso betten. Mhm. Und dann, wenn der Backdoor Flush ankommt, will man wahrscheinlich eher klein sizen. Okay. Einfach damit du ihm einen Preis gibst, wo er sein Two-Pair callen muss oder beziehungsweise verteidigen muss. Und wenn man halt Pot geht, dann sagt er halt, okay, ich habe auch Straßen. Dann reicht es halt, wenn ich meine Straßen für die Splits calle und ein paar Flushes und brauche mein Two-Pair nicht callen. Deswegen will man es da ein bisschen günstiger machen. Und es erlaubt dir auch, noch eine Straße zu betten und vielleicht auch ein Two-Pair zu betten, sowas wie 10-8 und dann von schlechterem gecallt zu werden. Ja. Aber ja, betten ist wieder gut. Ja, schönen Abend noch, Bad Chivu. Schön, dass du da warst. Ja. Bad Vicho. Bad Vicho. Ich bin der Schlechteste im Screen-Names vorlesen. Ja, gut, dass ich nicht streame, weil sonst wärst du der Zweitschlechteste nur noch. So, ich check Call Flop. Turn ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, jetzt gibt es aber auch schon wieder. Oh, ich habe auch noch den Straight Draw dabei, also call ich auch nochmal. Natürlich oft eine Value Bet hier. Oder vielleicht viele Draws wahrscheinlich.
Lass mich raten, er geht all in. Und Turn hat mir meine Hand eigentlich ganz gut gefallen. Scheiße. Hat genau das er macht genau das, was du vorhin so gesagt hast. Geht er einfach all in auf. Scheiße. Ach Gott. Ich meine. Wow. Ich glaube, ich kann es nicht callen. Es gibt ja viele Value-Hände, die er hier sogar noch pushen kann. Alle Sets, Straßen, alle Two-Pair. Hold. Ja, denke ich auch. Und du hast ja auch, also viele starke Hände. So, du bist ja niemals so, dass du immer nur auf dem Ass sitzt. Ja. Und ich glaube, dein 3-Blocker ist auch ziemlich irrelevant, weil er hat eh nie 3-2 für die Straße. Das heißt, du willst eher eine 7 haben oder so. Für, also so Ass 7 wäre auf jeden Fall ein besserer Call, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Aber du hast ja eh super viele starke Hände. Das heißt, du musst sowas wie Ass 3 gar nicht am River wegcallen. Aber ja, guck, sein Sizing macht Sinn am River, ne? Und das ist halt das, was dich dann in die toughen Spots bringt. Genau, das ist es. Danke für den Sub. Benny, auch du bist jetzt danke Teil für den verschenkten Sub an Dampfer Martin. Vielen, vielen Dank. Das ist echt spannend. Ich glaube, so diese Turnover-Bet gepaart mit dem River All-In, das ist ja wirklich so diese die Todeskombo, ne? So, das ist so das, die Paradedisziplin quasi. Ich merk's gerade. Okay, das muss ich jetzt auch noch irgendwie in mein Spiel integrieren. Zumindest gewusst wie, also es gibt es nicht immer, klar. Aber manche Situationen sind dafür echt prädestiniert. So, wir gehen jetzt in die letzten Runden, Leute. Wenn ihr noch Fragen habt an den Jan, dann nutzt die Zeit jetzt, weil ihr habt doch noch 90 Sekunden Delay, also haut die Fragen jetzt raus. Joppa. Der Jan ist noch ein bisschen was da. Ja, 20 Hände haben wir noch. Jetzt kommt noch ein fetter Spot. Den nehmen wir jetzt mit und dann ein Double Up hier. So, das fehlt jetzt noch. Ja, das freut mich, Electric Jeans. Das ist gut zu hören. Button Steals. Wie sieht's da so mit Offsuited Kings zum Beispiel aus? Wo die losgehen. Würdest du sowas überhaupt open raisen, wenn es zu dir gefoldet wird? König 4 off zum Beispiel. Das kommt drauf an, wer in den Blinds sitzt. Also wenn der Big Blind ein Freizeitspieler ist oder Leute sind, die halt einfach zu viel folden, Stichwort hat, ja, also wenn man da Informationen hat, dass die Leute einfach nur spielen, wenn sie eine gute Hand haben, dann kann man auch einfach any two cards am Button open raisen. Dann ist völlig egal. Aber generell, König 4 ist, denke ich, zu loose. Ich denke, ich würde so bei König 9, König 8 anfangen. Okay. So, ich habe 6er jetzt gegen den Freizeitspieler defended. Ich call eine Straße. Board sollte ich ja noch auf die beste Hand haben. Barrelt auch einfach weiter Halfpot. Ich habe noch einen Gutshot dabei. Ah, jetzt wird schon wieder ein bisschen eng. Gut. Der 8 mache ich auch nicht wirklich eine geile Straße. Und der schaut recht confident. Okay, turn mit auf. Relativ klein gemacht, Preflop, ne? Aber es ist halt wieder so die Sache, jetzt müssen wir dem Freizeitspieler Credit geben, dass er es schafft, Big Blind gegen UTG irgendwas zu bluffen. Und das glaube ich halt einfach nicht. Ich glaube, dass das halt einfach nicht passiert. Auf den Preis call ich wahrscheinlich auch, aber ich fände Folden auch nicht schlecht. Und dann fold ich wahrscheinlich einfach Flop. Kein Set, keine Bet. Vielleicht. Also, ganz klassisch, no Set, no Bet. Auch das ist schön zu hören, Miss Eni. Ich habe nach solchen Sessions auch immer Bock zu spielen. Ja, vor allem, wenn man dann mal so als Beobachter, glaube ich, das habe ich als Coach auch mal festgestellt, wenn man als Beobachter drin ist, dann sieht man ja so viele Sachen, die man auch wieder für sein eigenes Spiel irgendwie integrieren kann oder will oder so. Und dann gibt das nochmal einen Motivationsboost. Das kenne ich auch. Ja. Was war dein höchstes Live-Cash-Game? Das war ein Straddle-Game. Das hat immer angefangen mit, wir haben immer 5-10 gespielt. In einer schönen Runde und nachher, wenn sich alle in den Brand geschossen haben, dann wurde immer höher gestraddelt. Dann haben wir gesagt, komm, Blinds hoch und so weiter. Wir haben meistens bis morgens um 6 oder bis 7 gespielt, das höchste, also wir haben ziemlich oft 40-80 gespielt hinten raus, aber das höchste war so 80-160. Ja, also keine Ahnung, vielleicht im Endeffekt keine Ahnung, vielleicht so 25-50, 50-100 oder so waren dann im Endeffekt effektiv vielleicht die Blinds oder so. Das war schon heftig. Das hat sich immer übelst hochgeschaukelt. Das war eine der besten Cashgame-Runden überhaupt.
Ist aber total witzig, dass sowas auch bei höheren Stakes passiert, weil bei uns, bei unserer Homegame-Runde war das immer der Klassiker. Wir haben immer danke angefangen. Danke für den Sub. Von Verike, ja, danke dir für den 4 Monate Resub. Die Homegame-Runde, die seit, mit denen ich angefangen habe, die immer danke noch seit, für die, beste die jetzt seit 10, 12 Jahren oder so spielt. Ja. Ich treibe jetzt mal den Kollegen hier. Die bestehen darauf, dass man mit NL25 anfängt und nicht höher spielt. Am Ende des Abends ist aber immer, wird immer 1-2 gespielt. Straddle ja, Straddle ist immer. Es ist jedes Mal so. Es ist jedes Mal so. Es war in der Live-Runde auch so. Und ich glaube, das wird sich auch nie ändern. So, die Achter wieder callen. Ey, Achter ist noch heute meine Hand. Ne? Diese 4-Bet-Call-Hand. Jedes Mal. Ja, wie kann die denn auch einfach nie kommen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einmal callen muss. Ich mach's noch einmal. Vielleicht kommt sie auf den Turn. Aber Sizing ist so klein. Macht's so. Gehen. Eklig. Na gut, Turn werde ich, glaube ich, jetzt folden. Fies, was so ein kleines Sizing alles anrichten kann. Ja, ja, ja. Gerade so, wenn man sich, also wenn man die Situation sich so ein bisschen anguckt und sagt, okay, was für eine Sizings machen am meisten Sinn und welche Hände will ich damit eigentlich angreifen, dann kann so ein kleines Sizing dich schon in eine World of Pain bringen, quasi. Ja, ich würde übrigens auch am Flop folden, vielleicht schon. Weil seine Value Range, die ist ja sowieso irgendwie so 10er plus. Ja, und gegen die bist du ja sowieso hin. Und sowas wie Bube, Dame, Suited oder so hat er ja gar nicht so viel in der Situation. Manchmal hat er so einen King, Queen noch dabei, aber du bist ja eigentlich sowieso tot gegen alles, selbst wenn er kein Ass hat. Und dann würde ich vielleicht einfach schon den Titan Flop fold. Oh, danke für die 200 Bits hier. Lucky Bluff. Danke für die geile Session. Ja. Freut uns, dass ihr das feiert. Ja, das stimmt. Hier sitzt auch. Danke für die geile Session. GA an die Cash, GA an die Cash. Hat er das Bild? Okay. Er hat das Bild von Steffen Sontheim reingegangen. Okay. Ja. Für den Run gut. Ja. Ja, ach, wir haben das Leaderboard schon completed. Aber ich will gar nicht aufhören. Ja. Komm, wir hören jetzt auf. Also, wenn wir auch nur ansatzweise in diesem Leaderboard irgendwas gerissen haben, würde mich das sehr wundern. Wir haben nicht einmal Aale gehabt, oder? Nee, nicht ein einziges Mal. Nee, auch, also kein großes Overpair gesehen. Buben hatten wir mal. Einmal Damen hatten wir. Ja, ich glaube, das ging in die Hose. Oh, das Sizing ist so klein, dass ich jetzt ein Set floppe, Leute. Jetzt kommt Set. Achtung, Achtung, hier. Vieri! Ach, komm. Mensch. Warum kommt denn nicht einmal eine 4, wenn man sie braucht? Das wäre jetzt ein guter Abschluss gewesen. Nee, müssen wir folgen. Also die 4 habe ich auch gerochen, also da hätte ich eigentlich schwören schon, können, ne? Die kommt. Die habe ich jetzt gerochen, so am Ende mit der Ansage. Muss eigentlich. Ja, verstehe. Ohne Scheiß, da sehe ich gar keinen, also unfair, dass das jetzt nicht eingeschlagen hat. Verstehe nicht, was das Karma da vorgehabt hat mit uns. Naja. Ja, das ist so eine typische Cash-Game-Session, es ist quasi nichts passiert, die ganze Session, und trotzdem ist man irgendwie so 2 Stacks down. Oder so. Und man weiß ja so, hä, es ist überhaupt nichts passiert, aber man hat immer irgendwie so blöde Spots gehabt, dann hier den Turn gefolgt und so weiter. Ja. Kann man manchmal echt nicht viel machen. So, das hat ja nichts damit zu tun, dass man irgendwie schlecht spielt oder so. Und das muss man sich auch mal wieder so ins Gedächtnis rufen und da ganz objektiv rangehen. Das ist ein guter Punkt. Gut, ich habe 2 Eurocalls gemacht, die waren bestimmt nicht diskutabel. Die brechen da vielleicht auch noch rein, aber ein Stack wären wir mindestens down gewesen, vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein Stack. Und auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem, es hat wieder richtig Bock gemacht. Ich habe sau viel mitgenommen. Ich auch. Das ist schön. Also, wenn ich da auch ein bisschen Mehrwert geben kann und vielleicht ein bisschen was erklären kann oder so, aber dann freut mich das sehr. Und ja, wenn es auch noch dann ein bisschen Entertainment ist und man sich das gerne anguckt, ich gucke immer gerne Cash-Game-Streams. Und gerade wenn die Leute da so ein bisschen erzählen und nicht immer nur irgendwie, ich könnte jetzt das machen, aber das ist nur zu so einer Frequenz ein Play oder so, da kotze ich immer schon im Strahl. Da gucke ich irgendeinen Typen an, der vielleicht nicht so hoch ist, spielt oder nicht so gut ist, der ist aber halt ein bisschen angenehm zu gucken. Mal gucke ich viel lieber. Genau. Ja, man kann ja immer über was lernen, das ist ja das Schöne. So, man kann ja immer auch verfolgen, wie man selber eine Hand spielen würde und was man selber integrieren würde in sein Spiel und so. Das ist schon cool. Ja. Ach Jan, ich könnte noch Stunden weiterspielen, echt. Das macht riesig Spaß. Also vielen, vielen Dank. Ja. Ich könnte auch einfach hier sitzen und so ein bisschen rumlabern, also gar kein Problem. Ja, vielleicht solltest du auch mal anfangen zu streamen, musst du mal überlegen. Tatsächlich. Ja, ich habe schon überlegt. Ich weiß nicht, ob mein Mindset es mitmacht, wenn man vielleicht nicht so eine schöne Community hat, wie du die hast. Ja, das ist ein Kompliment. Danke. Weil da laufen auch manchmal Leute in so Twitch-Chats rum, dass ich manchmal denke, wie kann man sich mit diesem Typ Mensch auseinandersetzen? Dafür habe ich einfach die Nerven nicht. Da denke ich so, boah, das mache ich, glaube ich, nicht. Das kann ich aber nicht. So, 7 Jahre Erziehungsarbeit. Ich fühle mich manchmal auch wie ein Kindergärtner. Das ist wirklich so. Das kann man nicht anders beschreiben. Ja.
Muss man einfach mal so sagen, es ist hart, lange harte Arbeit, dass man sich die Community so erzieht. Ja, ja. Jan, was für eine Bengal siehst du als Muss für 2,5 oder 5,10? Online oder live? Das ist nämlich ein Unterschied. Live brauchst du, glaube ich, ein bisschen weniger, weil die Spiele softer sind. Das heißt, die Competition ist nicht so hart. Für online auf jeden Fall 40 Stacks, würde ich sagen. Wenn du es professionell betreibst, ich fand das jetzt ja, wenn man einen Puff aufgemacht hätte, ja, immer das professionell, dann auf jeden Fall mehr. Dann würde ich sagen, kommt man an 60 bis 100 Stacks irgendwie nicht vorbei. Ja. Das finde ich auch vernünftig. Kommt immer drauf an, was sein, wenn du halt aus Scheiß spielst oder so, 2,5 live, ja, keine Ahnung, pack halt 3-4 Buletten rein, fahr los, guck, was geht. Aber so habe ich es auch immer gemacht und Bankroll in der Hinterhand halt einfach haben. Das ja, ja, okay, ja, ne? Genau, genau. Also für mich war es auch nie gesund, irgendwie zu sagen, ich gehe irgendwie in das Cash Game Session live, außer die ist super profitabel und nehme 10 Stacks mit, dann weiß ich eh schon, ich feuer wahrscheinlich und dann, wenn ich brenne, dann feuere ich sogar noch aus allen Rohren, das ist nicht gut. Dann lieber die 3 oder 4 Stacks und dann irgendwie gucken, okay, bin ich noch in der Lage, überhaupt noch gutes Poker zu spielen und dann lieber zu sagen, okay, war ein schöner Abend, tschüss. Ja. Das Problem ist halt, wenn du dann so Sessions spielst, die dann so schnell sich hochzocken, ne? Und wenn du dann abends irgendwie nicht irgendwie eine Lage hast, die du nachladen kannst, um irgendwie zu covern und richtig Deep Stack zu spielen, ja. Da ging mir das auch mal und sagt, da wollte ich nicht, wenn da so 10.000 Stacks sind, so mit 1.000 rumasseln. Ja, ne? Da genau. Dachte ich immer, okay, da musstest du irgendwie ein bisschen Cash haben. Ja. Aber das war manchmal gar nicht so einfach. Und manchmal fühlte man sich da auch immer ein bisschen unwohl. Ja. Ist so. Jan, wirklich nochmal. Von Herzen vielen, vielen Dank für deine ganze Zeit, deine Expertise und wie gesagt, ich habe sau viel mitgenommen. Ich bin durch dich, wie gesagt, wieder angefixt worden und bin dir da sehr dankbar und meine Community bestimmt auch. Alle mal bitte Ehre in den Chat für Jan hier. Applaus. Jetzt kommt gleich dein Applaus in 90 Sekunden. Okay, ja, cool. Ja, ich warte dir noch ab, Und dann Leute, zeig mal, was die Community kann. Jetzt zeigt mal, dass ihr wirklich eine geile Community seid und dass ich euch gut erzogen habe. So, bei unseren Gästen immer mal schön Applaus da lassen. So. Ja, ist FSK 18, aber auch ab 18 gibt es Kinder ohne Ende. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Komm auch gerne nochmal wieder. Ich finde, ich fühle mich hier immer pudelwohl. Das ist ein bisschen, keine Ahnung, als wäre ich hier schon ein paar Mal gewesen, obwohl es erst das zweite Mal ist. Also irgendwie ja, ein bisschen stimmt, komisch. Ne? Aber es kommt einem schon so vor, so, als hätten wir es schon ein paar Mal gemacht. Irgendwie. Ja, stimmt, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sau cool. Also gerne wieder. Bist jederzeit herzlich willkommen natürlich, wenn du sagst, du hast Zeit, ich bin immer sofort am Start, weil Cash Game ist wirklich, die Leidenschaft geht auch nicht mehr verloren. Ich glaube, das ist was man sein Leben lang mit sich rumträgt. Ich habe einmal damit angefangen. Ja. Ich spiele zwar jetzt nicht mehr professionell und ich spiele es auch nicht mehr irgendwie ambitioniert, aber wenn ich es dann spiele, dann wirklich schon wieder mit diesem Competitive Drive wieder. Dann kommt der wieder, dann ist der wieder sofort da. Und zack, dann will ich auch lernen. Dann will ich auch wieder die neuen Tricks. Ja, geht mir ganz genauso. Ja. Okay. Schon cool. Ja, vielen Dank. Gut, und Jan. Mach's gut. Bis bald. Chat, tschüss. Es war schön. Auch an euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Mach's gut.